Ich möchte dann auch auf ein Channeling eingehen, das ich 2012 in einer Gruppe gehalten habe. Und dort hat es geheißen, es wird eine große Krise kommen, und ihr werdet die alle erleben. Das war wortwörtlich so ein Channeling, das ich gemacht habe. Und die Krise wird in unterschiedlichen Phasen ablaufen, nämlich dass die Zeiten anders laufen. Die Parallele zwischen einer sogenannten Elite, ganz wurscht, ob das jetzt damals Monarchen waren oder jetzt Politiker, die geben sich selbst die höchsten Gehälter. Sie stellen sich selbst übers Volk, aus dem sie ja eigentlich kommen und das sie repräsentieren wollten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Talk und diesmal wieder mit der wunderbaren, intelligenten und strategisch die Nase vorn habenden Monika Donner. Hallo, Monika. Es geht runter wie Öl. Danke, lieber wunderbarer, hochintelligenter, sehr gescheiter, eloquenter und emotional begabter Oliver. Sehr schön, das freut mich. Jetzt haben wir uns genug gestreichelt und stellen wir uns nochmal vor. Also, es freut mich, die Monika Donner heute hier wieder begrüßen zu dürfen. Und zwar haben wir ein spannendes Gespräch. Und ich denke, das passt ganz gut, wo sich Astrologie und strategische Analyse plus die Historikerin, die auch die Monika ja auch ist, wo sich das gut vereinen lässt. Und zwar reden wir über die großen Revolutionen und die Parallelen zur heutigen Zeit. Ich muss ergänzend sagen, ich bin keine gestudierte Historikerin, ich bin Juristin und strategische Analytikerin, habe aber auch historische Bücher geschrieben, die durchwegs schon als Grundlagenwerke gelten, insbesondere über den Ersten Weltkrieg. Ja. Also Kriegsgeschichte gehört von mir auch berufsbedingt, weil ich ja Offizier beim Heer war und Ministerialrätin im Verteidigungsministerium, gehört bei mir schon dazu zum Repertoire. Aber ich bin jetzt keine studierte Historikerin. Ist vielleicht sogar besser, weil ich es aus mehreren Blickwinkeln betrachte. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, von dem du sprichst, 1775 bis 1783, ist der erste, den wir besprechen, weil aus dem Jahr praktisch dann in weiterer Folge, ich will nicht sagen, die Französische Revolution hervorgegangen ist, aber wir haben hier eine Komponente, die verbindet, nämlich das Mitwirken von französischen Entscheidungsträgern, die überhaupt das Zünglein an der Waage waren, warum sich die Kolonialisten in den Vereinigten Staaten, den späteren dann, durchgesetzt haben gegenüber der Kolonialmacht in Großbritannien. Das heißt, Frankreich und USA haben eine starke Verbindung miteinander. Amerika hat es vorgemacht, Paris, Frankreich war da ganz stark dabei, schon bei der Revolution. Und jetzt geht es dann eben um die Französische Revolution, deren Startschuss, ja, einer der Start oder als Startschuss gilt der Sturm auf die Bastille. Aber das Interessante sind einmal die Parallelen, was dazu geführt hat, finde ich, also zu dieser Revolution. Und die sind ja mit unserer Zeit, also wenn man jetzt die Zeitungen aufschlägt, sagen wir mal, wir schlagen die Zeitung auf und sagen, okay, es gibt eine hohe Staatsverschuldung. Könnte heute auch gelten, oder? Absolut. Und auch die Parallele zwischen einer sogenannten Elite, ganz wurscht, ob das jetzt damals Monarchen waren oder jetzt Politiker, die geben sich selbst die höchsten Gehälter. Sie stellen sich selbst übers Volk, aus dem sie ja eigentlich kommen und das sie repräsentieren wollten. Von diesem Muster her kaum ein Unterschied zu den Monarchen damals, die in Frankreich einen Missbrauch betrieben haben, die im Luxus gelebt haben, wirklich im Luxus auf Kosten der Bevölkerung, während breite Teile der Bevölkerung damals in Elend dahingesiecht sind, nichts zum Essen gehabt haben, kein sauberes Wasser gehabt haben, immer höher besteuert wurden, während die Adeligen in Saus und Braus gelebt haben. Da gibt es natürlich schon vom Muster her gewaltige Parallelen zur Jetztzeit. Und ich denke, da kenne ich mich jetzt nicht aus, da ist jetzt die Frage an dich. Ist es, wenn du sagst, dass, also wenn praktisch das ein Grundrecht, sozusagen ein Naturrecht des Menschen auf Freiheit, die politische, wahre, gute Ordnung mit Füßen getreten wird oder gar nicht gehandhabt wird, und du sprichst hier vom Pluto im Steinbock oder umgekehrt, Pluto im Steinbock war es, glaube ich, ne? Ist das dann sozusagen etwas, was von den astronomischen Kräften her so vorgezeichnet ist, muss das passieren?
Oder ist das eine Tendenz, die mehr oder weniger eintreten muss, aber man könnte doch anders? Da geht es nämlich dann um die Frage des menschlichen Willens. Ja, das ist eben wieder die Frage, ist jetzt alles vorherbestimmt und können wir aus unserer Haut oder nicht? Und ich bin ja ein Vertreter, also das ist jetzt wirklich auch ein bisschen eine philosophische Frage. Ich bin ja der Meinung, nichts ist wirklich vorherbestimmt, sondern wir haben ganz viel in der Hand. Man kann natürlich aus gewissen Schicksalsschlägen dann nicht aus der Haut, man muss mit Dingen auch leben. Ja? Aber ich bin auch nicht der Vertreter der Esoterik, dass es heißt, ja, du kannst dir alles herdenken und du kannst sofort gesund sein, weil meines Erachtens nach ist das auch eine Missinterpretation der Lage. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich denke, wir haben sehr wohl eine Chance. Und wenn man sich jetzt einmal vorstellt, diese Planetenzyklen, das ist ja ähnlich wie ein Leben. Also der Pluto läuft halt sehr, sehr langsam. Also der läuft da 250, 270 Jahre durch so ein Zeit, also durch den Tierkreis einmal durch. Die Sonne läuft einmal im Jahr durch den Tierkreis und im Laufe dieses Jahres verändern wir uns ja. Das heißt, wenn jetzt theoretisch die Sonne in irgendeinem Zeichen steht, nehmen wir mal Widder her, also Jahresbeginn, den astrologischen, und die Sonne geht durch diese Widderzeit, sagen wir, da geht es jetzt um Action, da geht es um Energie, da geht es um Neuanfang. Dann ist ein Jahr später, wenn die Sonne wieder durch den Widder geht, schon ein riesen Erfahrungswert geschaffen worden, den wir ja schon durchlebt haben. Das heißt, im Idealfall kann man sich das wie eine Wendeltreppe vorstellen, diesen Tierkreis, der immer höher aufschwingt sich. Und das ist eben auch mein Optimismus, dass ich sage, naja, gut, wir reden jetzt über Geschichte, aber das heißt nicht, dass sich das unbedingt wiederholen muss, sondern auf einer anderen, in einer anderen Tonart, vielleicht auf einer höheren Oktave, dass da Themen wieder anklingen. Aber das heißt nicht, dass es genauso wiederkommt. Was von der, weil von der Grundtendenz her, was du sagst, von der astronomischen Komponente, ist es praktisch schon so, dass der Mensch anders handeln könnte, aber die Tendenz ist praktisch in diese Richtung, weil umsonst sind diese Konstellationen nicht so Ja. amerikanischer, französischer Wir haben, genau, wir haben jetzt die. Unabhängigkeitskampf. Pardon, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, Alles sorry. gut, ja, Also, grätsch rein. es ist so. Genau, also wir haben das Thema Freiheitskampf. Ja, wir haben das Thema Revolution. Deshalb ist ja Uranus Wassermann, also Pluto ist jetzt im Wassermann und taucht jetzt dann Ende des Jahres fix in dieses Zeichen ein. Deshalb ist ja diese Prägung so stark mit dem Freiheitskampf verbunden, auch mit der astrologischen Symbolik. Also das sind die großen Revolutionen und da geht es um Auflehnen, Revolution, um den Pluralismus, um eben die zwar pervertierten Werte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit der französischen Revolution natürlich, die sind da auch Schlagworte, dieses Uranus-Zeichen, dieses Wassermanns quasi. Und jetzt ist eben dieser Pluto, dieser mächtige Schicksalsplanet in dieses Zeichen Wassermann eingetreten sozusagen und aktiviert jetzt diese Themen, ne, die nächsten 20 Jahre. Das ist da der ganze Punkt. Und wir erleben das ja. Also, und das Interessante sind eben, wir haben jetzt schon darauf hingewiesen, wir haben gesagt, okay, es ist der König, die Herrschenden sind absolut nicht mehr mit der Basis, dem Volk verbunden. Ja? Also, die, die dienen sollten, die demütigsten sein sollten, sind in einer Blase, sind weit weg ich nenne es jetzt wirklich einmal vom Pöbel, vom Mob, vom Volk. Ja, also von der breiten Masse eigentlich auch. Also von dem, was ich. Von der fleißig arbeitenden Masse, die parasitär ausgenutzt wird. Bringen wir es doch auf den Punkt. Ja, genau. Ja. Und das ist eben dieser Punkt. Das ist dieses, also jeder soll Steuern zahlen. Man wird immer mehr besteuert, es wird immer höher. Also das ist auch ein Druck, der eben zur Französischen Revolution geführt hat, die Staatspleite, und der König ist halt hingegangen und hat gemeint, naja gut, machen wir höhere Steuern, wenn wir pleite sind. Ja? Und es hat schon keiner was zum Essen mehr gehabt. Also es war lebensbedrohend. Und was auch dazu gekommen ist, die Lebensmittelpreise sind gestiegen. Und das ist wieder so eine Parallele, wo ich mir denke, unglaublich, oder? Also ich finde das so astrologischen Zucker für mich. Also, wie ich mich da vorbereitet habe, weil ich habe da intuitiv gewusst, ich möchte mit dir da über das reden, über dieses Thema. Ich weiß, dass das wichtig ist. Und dann bereite ich mich vor und dann lese ich diese Gründe und habe mir gedacht, ja, alter Verwalter, das. Ja,
Wir haben ja auch extrem hohe Heizkosten. Wir wissen, dass sich rund ein Viertel der Bevölkerung einfach viel nicht mehr leisten kann, insbesondere eine gesunde Ernährung. Da stopfen uns lieber günstige Füllmittel, die mit Zucker praktisch bombardiert sind, in sich hinein, weil sie sich das Bio gar nicht leisten mehr können oder wollen, wie auch immer. Ja. Wir haben Menschen in der Politik sitzen, Narzissten, würde ich sagen, die sagen, ja, dann sollen sie zu McDonald's essen gehen, wenn sie das andere nicht leisten. Geht's noch? Ja. Wie abgehoben kann man sein? Und das ist ja nicht erst seit jetzt, also den AC-Blöde in mir schon angefangen, dass sogar aus den FPÖ-Kreisen einer gesagt hat, ja, mit dem Pöbel fliege ich nicht. Man, wer ist der? Ja. Das heißt, diejenigen, die denen überhaupt dieses Leben ermöglichen, und ein Einkommen, von dem die Masse der Bevölkerung nur träumen kann, das alles von denen finanziert wird, die Steuern zahlen, ist heute dasselbe wie damals, nur halt natürlich abgeschwächt, anders. Es ist schon freier als früher, keine Frage. Andererseits aber auch zwanghafter mit dieser ganzen digitalen Kontrolle. Das Netz wird immer enger, subtiler, anders. Und jetzt die Frage noch einmal an dich. Wie lang ist so ein Pluto im Steinbock? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel von der französischen Revolution spricht, wir sind da bei 1789 bis 1799, also rund 10 bis 11 Jahre, 1789, Ende des 18. Jahrhunderts. Was ist hier die astronomische oder die astrologische Komponente? Wie lang ist dieses Fenster? War das 10 Jahre lang oder gilt es Nein, noch? pardon, 20 Jahre lang. Also Pluto ist in Steinbock gegangen. Das kann man sich in unserer gegenwärtigen Historie ganz leicht merken mit der Finanzkrise 2008 in Amerika. Da ging Pluto in den Steinbock. Und Pluto wandert jetzt eben, der tänzelt, weil der so langsam geht, immer über diese Grenze. Wassermann geht da mal rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus in dieses Zeichen. Und das letzte Beben, das wir erlebt haben, wie Pluto das erste Mal quasi den Steinbock dann verlassen hat, in den Wassermann rein ist, dann hatten wir letztes Jahr Credit Suisse, ne, und die Silicon Valley Bank. Und das ist ja das ist halt irgendwie das Spannende, ne, und an der Astrologie, dass wir genau diese Themen Bank, Geld und so weiter, dass wir das am Tableau hatten jetzt die letzten 20 Jahre. Okay. 2009 ist übrigens Bitcoin eingeführt worden. Ja, also das waren wirklich dann schon Sachen. Pluto ist ja auch ein Transformator, ist auch die Häutung, ist Stirb und Werde. Ja, und der häutet und transformiert dann auch gewisse Systeme. Ja. Ja, so wie der Donnergott Thor, ne? Haut mit dem Mjölnir, also mit dem Zermalmer, mit dem Hammer wo drauf, da zerbricht er mal was, aber dann wächst etwas. Die Zerstörung allein ist ja sinnlos und gibt es in der Natur auch nicht. Es gibt keine Zerstörung ohne das, was wieder draus wächst. Jeder Baum, der fällt, gehen wieder neue Pflanzen draus hervor, sogar Ja. teilweise aus dem Baumstamm selber. Das heißt, das in der zerstörerischen Kraft kann ja auch etwas Konstruktives, etwas Kreatives liegen. Ja, es muss ja auch folgen. Es ist ja eine Folgewirkung. Denn wenn man jetzt immer nur sagt, okay, wir machen alles permanent in eine Richtung weiter mit Zerstörung, also die Angst auch, die im Kalten Krieg war und alles, naja, dann gäbe es uns sowieso nicht mehr. Naja, und deshalb kann nicht alles in ein Extrem immer gezogen werden. Es muss immer eine Gegenwelle kommen, eine Gegenbewegung kommen, sonst, das ist ja ein Rhythmus. Und im Großen und Ganzen bin ich ja ein Verfechter des tiefsten Glaubenssatzes, dass alles in Ordnung ist. Ja? Also wirklich. Und dass es im Kern alles in Ordnung ist, dass die Jahreszeiten kommen, gehen, dass die Natur wieder aufblüht. Und natürlich verändern wir uns und die Zeit verändert uns. Wir werden auch nicht jünger und transformieren uns halt in dieser Zeit. Und das ist dieses Stirb und Werde gehört da dazu. Da brauchen wir gar nicht reden. Ne? Also es ist jetzt nicht nur eine Angstmache, nur wenn ich jetzt sage, okay, Pluto in Steinbock war diese 20 Jahre, ja, der geht jetzt dann raus. Also Ende 2024 ist er dann endgültig im Wassermann. Ja? Also das heißt, wir haben wirklich 2008 bis 2024 hatten wir diese Periode. Wir hatten natürlich die ganzen Lockdowns, diese ganzen Einschränkungen, das Arbeitsverbot von vielen Berufen, mich eingeschlossen. Ne? Also da waren ja schon ganz massive Eingriffe, auch von oben nach unten, die durchaus mit einer ägyptischen Gefangenschaft zu vergleichen sind. Ne? Also eine Ausweglosigkeit. Ja. Ja, die
Frage von mir, die du da mit den 20 Jahren beantwortet hast, führt uns ja zum Ergebnis, dass die Geschichte Ausdruck der astrologischen Komponente ist, eben von genau diesen 20 Jahren. Denn wenn wir sagen 1789 bis 1799, haben wir drei Phasen. Also die Historiker, die Mainstream-Historiker, und das ist ja korrekt, unterscheiden grundsätzlich drei Phasen dieser französischen Revolution. 3 Jahre, 3 Jahre und 4 Jahre, also zusammen 10 Jahre. In der ersten Phase, 3 Jahre dauernd, ging es darum, die Bürgerrechte, wie du zuerst gesagt hast, zu implementieren. Aber auch natürlich für gewisse Bürger, ja? Wie in den USA. Und diese Bürgerrechte sollten auch in einem politischen Rahmen praktisch implementiert werden, der sich konstitutionelle Monarchie nannte. Erste Phase. In der zweiten Phase, aufgrund der Gegenrevolution oder der Bedrohung durch eine Gegenrevolution, kommt man plötzlich zu radikaldemokratischen Ansätzen und dann finden die Köpfungen statt. Dann werden Menschen enthauptet und viele auch unschuldig. Ja? Und dann kommt der dritte Punkt. Das ist dann die sogenannte Direktorialzeit, ja, wo auch Napoleon drunter fällt, wo man ja weiß, dass die Stütze aller drei Phasen war immer das Militär. Und je mehr Zeit voranschreitet, umso mehr wird Napoleon, aufstrebender Generalstabsoffizier und der begnadetste Feldherr wahrscheinlich aller Zeiten, auch sehr wagemutig, waghalsig, kreativ, der dann sich selbst auch letztlich zum Diktator macht, ja, sich selbst krönt und Kaiser nennen lässt, ja, weit weg von der Demokratie eigentlich. Und das ist, wenn man dann anschaut, wann verliert Napoleon, ja, auch in Österreich, Aspern, 1807, 1809, war dann so die Zeit, wo Napoleon ganz große Verluste eingefahren hat, dann sind wir genau bei den 20 Jahren, von denen du sprichst. Haargenau 20 Jahre. Ja, genau. Jetzt ist Also meine Frage, eine Frage noch bitte. Ist es hier vielleicht eine Selbstbestätigung der Astrologie, dass man sagt, okay, man schaut sich historisch an, was ist passiert? Na klar, da stand der Steinbock im Blut, na, der Pluto im Steinbock, Entschuldigung, ich bin da etwas blöd, wenn es nein, passt Astrologie ja. geht, ist da der Pluto im Steinbock, diese 20 Jahre lang haben sich die Geschichte angeschaut und so abgeleitet, oder kann man das astronomisch nachweisen, dass das so ist? Naja, es ist ja der astrologische Blick mit der Astronomie etwas auseinander, weil erstens einmal, wir haben dieses geozentrische Weltbild in der Astrologie. Das heißt, die Erde ist das Zentrum, ne? Also unseres Sonnensystems, ja. Also insofern geht das da auseinander. Was aber jetzt mit dem, also astronomisch und astrologisch, die waren ja früher vermählt und der Kepler und war ja das zusammen. Das hat sich dann später erst getrennt. Also diese Sternendeutung und das Deuten der Planeten hat ja eine ewige Tradition schon. Und eben dieses Vorhersehen von gewissen Tendenzen, zum Beispiel, wann ist es günstig für einen Herrscher, eine Schlacht zu schlagen, und dieser Rat von Astrologen, das wurde ja immer eingezogen eben und eingeholt auch, ja. Und ich muss halt sagen, ich mach's jetzt seit, keine Ahnung, also 12 Jahren intensiv die Astrologie. Und ich habe wirklich mir viele auch in meinen Astrologiekursen mit den Studentinnen und Studenten, die ich gebe, wir schauen uns dann wirklich auch tagesaktuelle Ereignisse an und suchen dann natürlich schon, könnte das in die Symbolik passen? Finden wir da was? Und da gibt es Sachen, die sind wirklich so markant passend. Ja, man kann jetzt natürlich nicht sagen, hey, da, keine Ahnung, in Ungarn wird ein Touristenboot von einem Schiff gerammt. Also genau so kannst du das nicht sagen, aber du siehst halt eben die Tendenzen, dass man sagt, okay, da gibt es eben technische Havarien zu der Zeit und da gibt es Unfallpotenzial zu der Zeit. Und sowas kann man dann schon sehen. Und auch im individuellen Horoskop kann man deuten eben, wann sich gewisse Ereignisse abspielen werden. Ja. Was allerdings jetzt eben nicht, noch einmal sage, es ist alles vorherbestimmt. Ich kann sagen, es gibt eine Transformation in der Partnerschaft zum Beispiel. Ja? Und dann kann das ja sein, man findet eine neue Art zu kommunizieren oder die Partnerschaft ist durch und man trennt sich. Ja? Man trifft einen neuen Partner, das kann ja, oder es kommt ein Seitensprung hoch, das kann ja vieles bedeuten. Und wie es dann gelebt wird, kann man dann im Nachhinein natürlich sagen, aber Tendenzen sieht man. Ja?
Okay. Das ist natürlich dann die Aufgabe einer Astrologin, eines Astrologen, dass man da mal schaut und sagt, okay, was ist denn das therapeutische Gespür dazu und bringt es dann in einen Kontext, der passt. Ja, ich kann einer 12-Jährigen nicht sagen, ja, und morgen wirst du schwanger werden. Also das macht ja keinen Sinn. Genau, und von dem her, genau von dieser Energie, von der du jetzt gerade sprichst, praktisch, man kann nicht einfach das so und so behaupten, frage ich jetzt nochmal nach, ja, bitte sag mal, wenn es lästig ist, aber wie kommt man drauf, dass man sagt, das ist jetzt 20 Jahre diese und diese Konstellation, woran bemisst sich das? Bemisst sich das anhand von Planetenstellungen oder wie ist das? Wir haben den Himmel ja eingeteilt. Wir haben den Himmel eingeteilt in diese Tierkreiszeichen, so kann man sich das vorstellen, diese Sternzeichen ganz profan gesagt, ja. Und oder Sternbilder eigentlich trifft es eher. Ja. Also diese Sternbilder gibt es ja. Und früher hat man dann gesagt, okay, ein gewisser Planet wirkt so, als würde er dieses Sternbild durchwandern von einer gewissen Zeit ab. Bis zu einer gewissen Zeit. Das heißt, dass man so das ist dann so gewechselt. Ja, die Sonne wechselt recht schnell, also die steht einen Monat lang in so einem Sternbild, ja, also in dem Aspekt. Und dann gibt es eben je weiter von der Erde weg. Das ist natürlich eine einfache mathematische Geschichte. Umso länger braucht das zur Umlaufbahn. Ne? Also das ist ja klar. Also je weiter was weg ist, der Umkreis wird länger und deshalb wirkt das so, als würde es so lange dauern. Also das dauert dann so lange, bis die dann in diesen Sternbildern wieder auftauchen, diese Planeten. Und Ja. so werden diese Zyklen bemessen. Verstehe, das heißt, jetzt spricht die Juristin, ja? Das heißt, es gibt eine faktenbasierte Beurteilung von dieser Sternen, von dieser astrologischen Komponente, die messbar ist an astronomischen Gegebenheiten. Das hat Ganz nicht genau. irgendwer erfunden und hat gesagt, wir teilen jetzt das Jahr in diesen Kreis. Vielleicht kann man das ja auch einmal einblenden, ja, wie das ausschaut mit diesen einzelnen Segmenten. Für mich ist das sehr verwirrend, aber wenn man genau hinschaut, man kann gewisse Dinge nachvollziehen dann. Das heißt, das hat nicht jemand erfunden und einfach willkürlich festgelegt, so wie man kann nicht einfach auf Plan schwanger werden, sondern da gibt es tatsächlich eine Faktenbasis, eine Faktenevidenz, aufgrund derer man dann astrologisch sagt, das hat die und die potenziellen Einflüsse auf den Menschen. Es ist die Sternenkonstellation. Ganz genau, also ganz Okay. genau. Die Astrologie arbeitet ja auch mit den Ephemeriden der NASA. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, die sind jetzt, das ist, also wo steht jetzt welcher Planet quasi bei uns? Das sind so Listen. Aber natürlich hat sich das. Ich unterbreche jetzt im Sinne der Zuseher. Ich weiß ja vom Film Don't Look Up, was Ephemeriden sind. Aber erklär's bitte du kurz, weil da hat es jetzt sicher die eine oder andere Person Probleme damit. Also ich suche ja, das ist der Vorteil des Buchregals. So. Ja. Also die Ephemeriden, die gelten jetzt von 1900 bis 2050. Das sind die internationalen Ephemeriden und das sind so Tabellen, wo quasi wirklich, da kann man sich den Jänner zum Beispiel 1945 anschauen, wo ist was gestanden? Sieht man das? Ja. Also und da sehe ich quasi wirklich den gradgenauen Stand, in welchem Zeichen welcher Planet steht. Früher haben Astrologen mit sowas gearbeitet, jetzt gibt es Gott sei Dank Programme dafür, die das schon drinnen haben und die arbeiten auch mit diesen Daten. Ja. Das, was sich verschoben hat, durch die Bewegung der Erde auch, sind diese Sternbilder. Das heißt, die sind nicht mehr da, wo sie mal gestanden sind. Und das ist einer der größten Kritikpunkte an der Astrologie, dass man sagt, nicht einmal die Sternbilder sind wieder da. Also wo sie sind, das hat sich, glaube ich, ein, zwei Bilder jetzt verschoben. Weiß ich jetzt nicht genau, kann man aber sicher recherchieren. Das heißt eigentlich, dann wäre der Frühlingspunkt jetzt nicht mehr im Widder und da kommen wir jetzt hin, sondern der Frühlingspunkt verschiebt sich jetzt immer weiter in Richtung Wassermannzeichen. Ja, da gibt es diese Erdrevolution, heißt es, eine Gegenbewegung quasi zu diesem Tierkreis und dann verschiebt sich dieser Frühlingspunkt. Und der war eben jetzt 2000 Jahre im Fischezeichen und jetzt geht es dann ins Wassermannzeichen rein. Das ist eigentlich dieses Age of Aquarius, wo es ihn hergesungen haben, diese Hippie-Geschichte. Ja. Also von dem haben die gesungen. Und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, wann hat denn jetzt das Wassermannzeitalter begonnen? Manche sagen 1999 hat es begonnen. Andere sagen, das beginnt aber erst. Naja, wenn du mit 2000 Jahreszyklen rechnest, da kann man, suchst dir aus. Ja. Aber
Wir sprechen ja eigentlich von astronomischen Kräften. Je näher etwas zur Erde ist, von einer planetaren Konstellation, umso größer der Einfluss auch auf die Psyche des Menschen. Ja, Habe ich das jetzt so ich, also bitte, einfach ich würde, also vereinfacht? ja, es ist schwierig, also da, schwierig, schwierig. Das Problem ist eben, wenn wir jetzt annehmen, der Planet strahlt und wirkt auf uns direkt, ja, also das muss ich verneinen. Das hat jetzt nichts mit Mond und Gezeiten und so zu tun, also meines Erachtens nach, sondern das ist ein, die Astrologie basiert auf dem Analogiedenken. Das heißt, es steht ein Symbol für etwas. Das sind wie Tarotkarten, die stehen auch für was. Und dann haben wir da gewisse Tendenzen. Und wenn diese, und da streiten sich auch Astrologen drunter. Manche sagen, ja klar, strahlen die Planeten ein. Und ich halte das aber, also für mich ist das zu profan gedacht. Und das meine ich gar nicht, weil was hätte denn jetzt der Pluto davon, dass man sagt, okay, cool, der kann erstens nichts dafür, dass man ihn als einen Kriegsgott oder Jenseitsgott da tituliert. Ja, genauso der Neptun nichts für als Wassergott. Sondern die stehen halt für gewisse Wirkungskräfte, Wirklichkeiten, auch Archetypen des menschlichen Bewusstseins und auch des menschlichen Körpers. Und deshalb kann man es ja umlegen. Ich kann einen Planeten legen auf körperliche Themen, ja. Ich kann einen Planeten legen auf psychische Themen. Ich kann einen Planeten legen auf mondane Themen, auf Weltgeschehnisse. Und das ist ja das Thema, weil es ein Analogiedenken ist. Naja, ich habe deswegen diese Ausdrucksweise gewählt, beziehungsweise versucht, es aufs Einfachste runterzubrechen, weil ich ja weiß, wie viele Menschen gerne Tageshoroskope lesen. Ich lese sowas gar nicht, ja, weil ich bin der Ansicht, ich bestimme meinen Tag selbst. Aber es gibt Menschen, die verfolgen Tageshoroskope, das ist legitim. Und das suggeriert, dieses System suggeriert ja, dass deine Psyche, deine Möglichkeiten, die du als Mensch hast, und das ist die Psyche, die Seele, der Geist, wird beeinflusst durch Planetenkonstellationen. Das heißt, ob du willst oder nicht, das wirkt auf dich ein. Das ist die Botschaft, so wie ich sie Ja. wahrnehme. Und das scheint ja Berechtigung zu haben, denn wenn der Mond, der Abstand des Mondes zur Erde für die Gezeiten sorgt und das Mondlicht nichts anderes ist als die Reflexion des Sonnenlichts, dann sind ja auch, wenn ich vor kurzem beim Wandern draufkomme, die eigentlichen Mondanbeter sind indirekte Sonnenanbeter. Ne? Das Mondlicht ist Sonnenlicht, das indirekt auf uns runterkommt. Also es ist nichts ohne Einfluss auf diesen Planeten. Also nur weil wir es nicht sehen oder weil wir nur mehr aufs Kastl schauen, passieren da trotzdem Dinge, die auf uns Einfluss haben. Also dessen bin ich schon überzeugt. Naja, selbstverständlich. Ich meine, alleine die Geschwindigkeit, mit der wir durchs All sausen und sich da alles in einer Harmonie bewegt, das kann man sich nicht einmal herdenken. Ich empfehle auch jedem einmal astronomische Vorträge zu sehen und einfach einmal, nur mal, dass man diesen wieder sich ein bisschen erdet und zurückholt und sagt, okay, so ein großes Problem kann ich gar nicht haben im Vergleich zu allem, was sich bewegt. Also das würde ich jedem, der verzweifelt ist, einfach einmal ans Herz legen. Da gibt es einen tollen Film übrigens, den Agora hat, der geheißen mit der Rachel Weisz über den Brand der Bibliothek von Alexandria auch. Und da zoomt der Regisseur wirklich immer, wenn gekämpft wird, wenn es da Tumulte gibt auf den Straßen, ganz hoch raus, bis ins Weltall und dann wieder zurück rein, dass das in ein Verhältnis gerückt wird. Und auf einmal sind diese Scharmützel eigentlich im kosmischen Zusammenhang, da geht es um eine Philosophin auch und eine Naturforscherin auch, sind die auf einmal nicht mehr existent eigentlich, obwohl sich ja zutiefst menschliche Dramen dort abspielen. Ja? Und da wird gelitten. Und das ist auch so meine Wahrnehmung jetzt, wo ich auch diese gegenwärtigen Konflikte gerade versuche in meinem Bild zu rücken, wo ich sage, im Großen und Ganzen, die meisten Menschen hauen sich nicht auf den Schädel auf der Welt. Die meisten Menschen leben jetzt in Frieden. Und auf das sollte man sich ja trotzdem auch ein bisschen konzentrieren, weil wir kriegen immer nur mit, ja, oh Gott, in Israel und wir kriegen mit, oh Gott, in der Ukraine. Aber die meisten Menschen leben in Frieden. Ja, auf das wollte ich gerade hinaus, weil wir haben ja auch von freiem Willen gesprochen. Ne? Wie ich im Vortrag Freiheit über ein Jahr lang Freiheit vorgetragen habe und wie sie, du kennst ja das Buch, geschrieben habe, habe ich strategisch analysiert aufgrund der psychologischen Expertisen,
dass 70% der Menschen potenziell sogar genetisch altruistisch, das heißt stark prosozial sind, sich für das Gemeinwesen einsetzen. Das ist immer nur der Jäger und Sammler in uns, der wir ja 2,5 Millionen Jahre lang waren. Wir sind erst seit 10.500 Jahren sesshaft. Die Gattung Homo war 2,5 Millionen Jahre auf Wanderschaft sozusagen als Jäger und Sammler. Und da galt das Zusammenleben in der Sippe. Drum ist es wahrscheinlich noch genetisch. Da gibt es Studien aus Israel und auch aus Deutschland, wo Menschen zu etwa 70%, also mehr als zwei Drittel, prosozial sind. Also garantiert keine negativen Charaktere, keine Arschlöcher, wie man so leicht sagen würde, sondern gute Menschen im Sinne des Gemeinwesens. Und daher ist eine Krise wahrscheinlich oder eine Umwälzung, wie wir ja in den Vereinigten Staaten sehen und in Frankreich und in jedem, eine riesige Umwälzung war ja auch die Machtergreifung der Nazis 1933. Ne? Das heißt, dieser Boden wurde ja durch den Ersten Weltkrieg aufbereitet. Und es ist immer, wenn Menschen, die stark prosozial sind, wenn die am Ruder wären, aber die haben eben weniger Machtbedürfnis, dann würde es friedlicher ablaufen. Ich denke, dass die Krisen, so umwälzende Ereignisse, auch ein reichhaltiges Betätigungsfeld für Narzissten sind. Ich schätze, dass es gibt ungefähr 10 bis 15% in der Bevölkerung und laut psychopathologischen Expertisen 5% Psychopathen. Ja? Und diese 5% Psychopathen nutzen dann die Krise. Und je extremer die Regierungsform ist, also Monarchie, also wo das Individuum nichts mehr zum Sorgen hat, Kommunismus, Nationalsozialismus, Turbokapitalismus, C-Blödemie und so weiter, je intensiver der Druck auf den Einzelnen wird, umso größer ist es der Drang des Psychopathen, sich hier zu verwirklichen. Also geht es letztlich darum, wir haben also das ist meine bescheidene Beurteilung, wir haben Planetenkonstellationen, die etwas begünstigen in eine bestimmte Richtung. Aber wer sich jetzt durchsetzt, letztlich, und da können wir ja dann ein Jahr bis zwei, einen Blick wieder bis ins Jahr 2030 wagen, oder Prognose, wer sich dann durchsetzt, hängt davon ab, sind es die Psychopathen und Narzissten oder kommt jetzt einmal eine Bewegung von wirklich liberal gesinnten Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, wie man so schön sagt, die gut sind, die altruistisch sind, die sich für das Wohl des Menschen, aber auch des Tieres und der Umwelt einsetzen, also im Sinne von allem holistisch gesehen oder integral psychologisch holistisch gesehen. Wenn das nämlich der Fall ist, dann gehen wir sehr schönen Zeiten entgegen. Es ist die Frage, gibt es auch hierfür, und das ist die Frage an dich, gibt es auch hierfür, wie sich diese Menschengruppen potenziell verhalten, gibt es da auch Vorzeichen auf der astrologischen Ebene? Oder lässt es das offen? Das, was Menschen antreibt, wie gesagt, die treibenden Kräfte sind ein gewisser Freiheitsdrang, wobei man eben beim Begriff der Freiheit aufpassen muss, ja, weil letzten Endes endet deine Freiheit immer dort, wo die Grenze eines anderen anfängt. Ne? Also braucht man nicht reden, also das ist halt immer so eine Sache. Also das ist immer das eine, dieser Freiheitsdrang ist da. Und wie man mit Freiheit dann umgeht, da braucht es dann natürlich auch wieder gewisse Regeln und gewisse Modelle, und die haben wir noch nicht. Wir sind mit den Tech-Konzernen völlig überfordert, und hängen da juristisch hinterher. Es gibt natürlich diese Einschränkungen, Algorithmen jetzt, wo manche sagen, ja, Zensur von YouTube-Inhalten und alles muss, das Netz muss frei sein, alles. Und es gibt aber auch so viel wirklichen Schwachsinn, wo ich mir denke, und keine Bildung und keine Möglichkeiten, dass damit umgegangen wird. Und das ist, denke ich, auch ein Problem, weil ich bin ja auch, also ich war damals ein alter Verfechter von ungeschnittenen Horrorfilmen, wie in Deutschland nur die geschnittenen 18er-Filme zu bekommen waren. Und unter dem Mantel des Jugendschutzes. Ich bin da kein Fan davon, aber ich bin ein Fan von Bildung und Aufklärung, und ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo es eben klar war, dass man sagt, okay, wir probieren jetzt nicht auf lustig, dass wir wenn den Schädel wegsprengen, weil da vielleicht was rausgeht. Also ich meine, das ist halt einfach dann Bildung und Erziehung, und die fehlt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der Drang nach Freiheit ist da. Wir haben das nächste, wir haben den Drang nach Pluralismus, wir haben den Drang nach Gleichstellung von allem. Ne? Und das ist natürlich auch
Das ist natürlich das ist ein Thema. Also dieses, alle sollen gleich sein. Wir kriegen ja diese Vibes jetzt wieder rein, diese Wassermann-Vibes rein. Die Gefahr dahinter ist eben nur eben wieder Pluto der Schänder, Pluto der Täuscher, dass die Freiheit, dass der Freiheitsbegriff geschändet wird. Und wenn wir zum Ende der Französischen Revolution, die so hochgehalten wird, na ja, da wurde die Republik ausgerufen, das war eine 10-jährige Terrorherrschaft nachher. Und der Robespierre, das war unglaublich. Ja. Mit der Hinrichtung Ja. Ludwigs des 16., der übrigens hingerichtet wurde, da habe ich sogar die Zeit von der Hinrichtung, die ist, also es wurde vormittags gesagt, ich habe 10:30 Uhr angenommen, aber das Spannende bei dem Horoskop ist wirklich, also man sieht wirklich dieses Kippen in eine Grausamkeit. Und da ist eigentlich so eine Grausamkeitskonstellation mit drinnen. Und das hat einfach weitergetragen. Und da kann man jetzt nicht sagen, na gut, der war 38, der König, das war ein junger Mann. Also der ist gut für damals natürlich älter, aber immerhin 38, junger Mann. Seine Frau haben es dann ein halbes Jahr draufgeköpft, die Marie Antoinette. Ne? Und man muss sich das wirklich einmal vorstellen. Der König, angeblich seine letzten Worte waren, ich versuche es, dass ich es genau zitiere. Moment. Könnte mein Blut euer Glück besiegeln, hat er gesagt, bevor er enthauptet wurde. Also ich wünschte, mein Blut könnte euer Glück besiegeln für seinem Volk. Und es hat keiner, es hat dann, es wurde, es war sehr still anscheinend dann, also steht auf einer französisch-historischen Seite, habe ich das her. Und man muss sich das schon mal vorstellen. Also der hat schon gedacht, der ist wirklich fürs Volk da. Also ich glaube schon, dass der das geglaubt hat auch. Aber halt in diesem Wahn, wo man immer weitergeht, hat sich das halt total entzweit. Also ich glaube, der konnte gar keine reale Wahrnehmung mehr haben, was das bedeutet. Und ich denke, dass man eine reale Wahrnehmung, einen Reality-Check, dass das jedem Machthaber gut täte in solchen Zeiten, wo wir leben, wo nämlich alles sehr volatil ist und alles sehr in Bewegung ist. Und diese Überraschung in den Wahlen, die haben wir jetzt auch in Österreich. Also im Mai haben wir eine politische positive Überraschung drin. Also schauen wir mal, ja, ist ja nicht mehr so lang hin. Schauen wir mal, was da passiert. Da passiert genau. Aber Ja. deshalb ist es so, es wäre halt eben wirklich. Das ist ganz schwierig wie einen Sack Flöhe hüten, sage ich schon mal. Diese Wassermannzeit ist absolut exzentrisch und ein absoluter Wahnwitz. Das kann ein Kasperltheater sein und das kann aber auch eben unendliche Grausamkeit sein. Also nicht nur so Hippie, alles sind gut und alles ist Frieden, sondern was bedingt den Frieden? Der Krieg bedingt den Frieden. Das heißt, vorher ist einmal wieder mal irgendwo eine Schraube wieder angedreht oder der Druck erhöht, dass man sagt, okay, dann machen wir es wieder anders. Und jetzt kann man nur hoffen. Also, und das ist eben wirklich eine Hoffnung, dass man sagt, okay, Moment, wie hat denn diese Impfpflicht, wie haben denn diese Verpflichtungen, dieser Druck geendet? Das hat ja auch mit viel völkischem Protest letzten Endes geendet. Ja? Oder da spüren wir ja schon die Gegenbewegung. Und die Gegenbewegung ist jetzt in der Gesellschaft, ne, wo man sagt, manche sagen, alles ist gut und alles ist vorbei und andere sagen, dann nichts ist vorbei. Das heißt, wir haben ja schon eine Absplitterung, eine unter Anführungszeichen ja, mehrpolige Gesellschaft jetzt geschaffen, die nicht mehr so alle auf Linie sind. Die hören sich andere Informationen an, die glauben nicht mehr das, was von oben runter diktiert wird. Also wir haben ja diese Tendenzen jetzt in der Gesellschaft. Das ist ja das Interessante. Ist aber auch der Nährboden für viel Falschinformationen, die teilweise auch in den vermeintlich alternativen Medien unter selbsternannten Aufdeckern jetzt auch gestreut werden. Ja, da werden bewusst mit falschen Informationen, auch mit gefakten Informationen gearbeitet, weil teilweise schon fast schon kontrollierte Opposition von der Gegenseite, aber egal. Ja, Du hast das na, nicht meines. egal, gar nicht egal. Das ist genau der Punkt, und ich finde das einen wesentlichen Punkt, dass man sagen muss, denk bitte selber mit. Ja. Und ich sage auch meinen Klienten immer, bitte die Titel von den Videos, die sind sensationsreißerisch, dass ich da Klicks habe. Ich würde das persönlich so nicht bringen, aber die Leute schauen sich die Sensationen an. Den Inhalt versuche ich so in meinem Wissen und nach meinem Wissen und Gewissen so seriös und geerdet aufzubereiten wie möglich. Aber die Titel sind immer, badam, ja, jetzt, sofort, Achtung. Ja, da schaut man hin. Ja. Und
Und die Leute sind verunsichert. Wir sind traumatisiert von der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, die wir in Mitteleuropa erlebt haben. Und das muss man sich bewusst machen. Wir sind alle traumatisiert und darum erwarten wir gleich das nächste Trauma Ja. hinter der Ecke. Ja, du hast was ganz was Wichtiges gesagt vor circa 3 Minuten, schätze ich. Ich meine, es war alles wichtig, aber besonders hervorstechend für mich, weil, wie du gesagt hast, dass ja jetzt alles gleich gemacht wird. Und ich denke, dass in dieser Gleichmacherei eine Unfreiheit liegt. Ja? Das ist vielleicht der Wille von manchen Gruppierungen da, etwas zu regeln im Sinne für alle, aber wir Menschen sind nicht gleich. Wir sollen gleiche Rechte haben dürfen, ja, wir sollen gleiche Grundvoraussetzungen haben dürfen, ja, aber es ist kein Mensch wie der andere. Wir haben alle individuelle Fingerabdrücke und eine ganz andere Iris, eine ganz andere Gene. Es ist kein Mensch gleich wie der andere. Und aus dem Grund heute das Wort Gleichheit oder Gleichmacherei, fast schon, ja, für einen Widerspruch in sich, wenn man das mit der Freiheit zusammenbringt. Und die Freiheit bedeutet für mich, die Individualität auszuleben. Und da lasse ich mich eben nicht gleich machen. Ja, ich bin ja dagegen, dass es jetzt 700 Geschlechter gibt und also diese von oben herab verordnete Wahn, dass jetzt Kinder früh sexualisiert werden. Und ja, gut, dass man ihnen sagt, ihr dürft euch entscheiden, aber das ist Privatsache. Das heißt, wir sind jetzt in einer Überregulierung drinnen, die nichts anderes ist als die Pendelbewegung von zuerst verdrängen. LGBTQ als Reizthema, ja, wird zuerst Jahrhunderte, obwohl ganz was Normales in der Menschheit immer schon da gewesen, wird zuerst verdrängt bis verboten und jetzt wird es hypergehypt, was wiederum natürlich zu Missstimmungen führt und vereinzelte, verwirrte Akteure, die wirklich eine Ideologie verfolgen, praktisch in einer Position hilft, wo sie aus meiner Sicht nicht hingehören. Hat aber nichts mit dem Menschen zu tun, hat nichts mit dem Individuum zu tun, sondern, was ich meine, das heißt, Naja, wir sind ja. das ist ja schon wieder der Missbrauch, so wie er in den Revolutionen drinnen steckt, nur jetzt auf einem anderen Niveau, bitte, dass wir wieder, wie du ja auch sagst, die Revolution ihre Kinder frisst. Genau, das ist es. Ja. Das war ein Sprichwort das war ein Schlagwort nach der Französischen Revolution und Robespierre, dieser Terrorherrschaft, die Revolution frisst ihre Kinder. Ja. Und das ist auch ein Zeichen von Pluto, diesem Vernichter. Man soll jetzt nicht Pluto-Bashing betreiben, bitte, aber das kann genauso der Zwang zur Freiheit sein. Also Ja. Pluto kann auch der Zwang zur Freiheit sein. Wir werden gezwungen, ja, verrückt zu werden Ja, oder verrückt zu sein, weil ja, ein Wassermann-Zeichen ist auch der Narr. Ja? Das ist der ja. Narr, der glitzert und der immer sehr extrovertiert ist. Und das kann auch der Zwang zum Närrisch sein. Der Zwang Ja. dazu, also wirklich ja, sich womöglich auch dann verstellen zu müssen, weil man zwanghaft frei sein soll oder sein möchte. Ja? Und Beispiel, genau. Zum Beispiel, was das perfekt dazu passt. Es ist die Realität, und das gehört zur Freiheit dazu, die Realität so zu akzeptieren, wie sie ist, dass rund 90 bis 95% der Menschen heteronormativ leben. Das heißt, Mann, Frau, teilweise mit Kindern. Punkt. Wann jetzt jemand auf die Idee kommt, nur unter Anführungszeichen, weil ein paar Lesben und ein paar Schwule Kinder adoptieren, was gut ist, weil die in der Regel die Kinder sehr gut behandeln, ja, auch weil sie eh besonders schon beäugt werden. Ist alles gut. Aber wenn dann jemand auf die Idee kommt, aufgrund dessen, dass es gleichgeschlechtlichen Liebenden gestattet ist, Kinder aufzuziehen, dann auf die Idee kommt, statt Vater und Mutter es Eltern 1 und Eltern 2 zu nennen. Das ist eine Gleichmacherei oder eine Zwangskollektivierung durch Begriffe zugunsten einer Minderheit, die aber weder der Minderheit dient noch der Masse. Was wird es erzeugen? Es wird Hass erzeugen und das tut es bereits von Teilen der Masse auf die Minderheit. Weil es ist ja immer so, was man ja aus dem Strafrecht, Normen, Verbote, strafrechtliche Folgen, wie sie in Gesetzen, wie insbesondere Strafgesetzbüchern verankert sind,
gibt es nicht, weil die Masse böse ist, weil, wie gesagt, 70% sind ja gut, sondern immer wegen den psychopathischen Ausreißern. Müssen nicht immer Psychopathen sein, aber wegen weniger, die aus der Reihe tanzen, werden alle an die Kandare genommen. Das ist das Problem. Und wenn jetzt alle in der Bevölkerung, wenn es allen gesagt wird, ihr seid alles und ihr kennt alles und wir sagen euch auch noch, wie das ausschaut, dann hat das mit gelebter Individualität, wie es aus uns selbst herauskommt, überhaupt nichts mehr zu tun. Dann ist das aufgestempelt. Du hast das ja ähnlich formuliert zuerst. Und ich befürchte, dass es in diese Richtung gehen wird. Das zeichnet sich jetzt teilweise schon ab, ne? Ja, und das ist eben diese ewige Bewegung, dass man es nicht festsetzen kann, was passiert dann fix, weil es alles in Bewegung ist. Und eben dieser, aber man sollte sich diese Schattenseiten der Freiheit sehr wohl auch vor Augen halten und therapeutisch gesehen, jetzt in meinen Sitzungen sehe ich eben, dass das nicht gesund ist, weil wir brauchen gesunde Grenzen und wir brauchen einfach einen gewissen Rahmen, in dem wir uns bewegen können, sozial bewegen können, weil ich hatte so viele Eltern, wo die Kinder auffällig im Schulsystem waren und da hat es geheißen, ja, hurra, die sprengen jetzt das System. Das ist ja ein Quatsch. Das sind arme, sozial ganz arme Seelen, weil die nicht einmal ein Gespür für einen Kontakt aufbauen können. Und mein Ja. Ansatz war dann immer diese Grenze finden, dieses sich selber mal spüren, die anderen spüren. Und was hat gefehlt? Die positive Autorität der Eltern in 95% der Fällen, sage ich jetzt mal. Eine klare Grenze und eine klare Eingrenzung und das braucht man, um sich orientieren zu können. Und genauso wie ich wahrscheinlich nicht anfange, die Mausefalle bei der Streif runter zu sausen, wenn ich Ski am Beginner bin, sondern irgendwo bei einem Kindermuggel genauso muss ich das auch sozial lernen, was ist okay und was nicht. Und wenn ich jetzt sage, alles ist möglich, naja, was ist das für eine Orientierung? Naja, das ist ja genau das, was zum Beispiel das Phänomen dieser Greta Thunberg ist, die übrigens betreffend Israel und Gazastreifen ganz was Richtiges und Wichtiges gesagt hat und deswegen jetzt gebasht wird. Aber gehen wir ein paar Jahre zurück. Natürlich ist es gut, wenn die Jugend rebelliert und Sachen aufzeigt, die nicht in Ordnung sind. Aber da wird plötzlich ein Kind medial sowas von gehypt und instrumentalisiert in die falsche Richtung, sodass etliche Jugendliche nicht nur, aber auch aufgrund dessen, jetzt auf die Idee kommen, sie müssen, weil das CO2 angeblich so schädlich ist, sich selbst auf den Boden festkleben. Ja? Das heißt, es findet eine Verwirrung statt, dadurch, dass man Menschen, die noch von der Natur her noch gar keine Anführer sein könnten, also wenn wir noch in der Natur leben würden oder zumindest an geringem Anteil noch natürlicher leben würden, hätten diese Menschen überhaupt keinen Führungsanspruch. Weil sobald eine Krise da ist, führt der Beste und sicher nicht der Schlechteste. Im Idealfall, ja, die Gruppe an. So, jetzt werden neue Führer erwählt, World Economic Forum, Young Global Leaders, ja. Leute, die von der Politik und von den gesellschaftlichen Verhältnissen, von den Menschen und ihren Bedürfnissen null Ahnung haben, sondern total indoktriniert sind. Das heißt, jeder kann jetzt alles. Und das Internet ermöglicht es ja auch teilweise. Das ist auch eine Form der Gleichmacherei, die wahrscheinlich jetzt noch sich zuspitzen wird, bis das Pendel sich beruhigt und irgendwann einmal in der Mitte stehen bleibt, sodass wir hoffentlich wieder mal halbwegs natürliche Zustände haben. Aber das Es Phänomen, ist das du zuerst angesprochen hast, nämlich die Mausefalle bei der Streif Ski runterfahren, als erstmals auf Brettern stehen da, ist genau das, was mit der Greta Thunberg gemacht worden ist. Ja? Die hat man auf eine Bühne gestellt. Na, was soll es tun? Na, sagen kann sie nicht als Asperger-Autistin, weil sie ja überzeugt ist von dem, was sie tut. Also man hat sie auch reingepusht in das Ganze. Was ist mit den Politikern, die keine Ahnung haben? Das ist ja nicht nur für uns eine Zumutung, sondern auch für sie. Schauen wir uns bitte ihre Entscheidungen an, ja? Das heißt, gefährliche Tendenzen sind das. Und wenn wir vom Prinzip her sprechen, weil du jetzt im Fridays for Future erwähnt hast und die Klimakleber, das Prinzip ist doch dasselbe. Ein skrupelloser Konzern, ein NGO, der auch eine Agenda verfolgt, schickt Soldaten in den Krieg. Es wird kein Leiter einer solchen NGO sich auf die Straße kleben. Garantiert nicht. Na, genau. Und da sind wir genau beim selben Prinzip. Und wenn die Leute nicht checken,
dass man sich für eine Agenda einspannen lässt. Egal wie gut die klingt, ist man wieder zutiefst politisch und egal welche Fähnlein wehen und was gerade wieder, welche Sau durchs Dorf getrieben wird. Und jetzt sind wir heute in dieser potenten, es geht jetzt um unsere Zukunft und es geht jetzt um unseren Planeten. Du kannst den Planeten nicht retten. Wir können uns gescheit aufführen. Wir hinterlassen hoffentlich, wenn wir Spuren hinterlassen, möglichst positive Spuren. Aber niemand wird die Welt retten können. Das ist ja eine Verblendung an sich. Wir können den Planeten nicht retten, da stimme ich dazu, weil... Als Individuum bitte, als Individuum möchte Nein, ich. Weil der Planet gar nicht gerettet werden muss. Ja? Der Planet hat zurzeit eine Krankheit, die nennt sich Virus Mensch. Ja? Das kann man positiv oder ich negativ sehen. Ich sehe das nicht, ich finde das so gemein. Ich finde das uns gegenüber so gemein. Es gibt ein paar Arschlöcher, die ihren Lack in die Donau lernen von mir aus. Ja? Aber, aber das sind doch nicht wir alle. Grundsätzlich, In der wie wir Wirkung schon, in wissen. der Wirkung schon. Also, wenn Ja. du, in der Wirkung, wenn man weiß, wie viel Plastik bereits im Meer schwimmt, also aus Sicht der Meerestiere, wo die Meere völlig überfischt sind, wo Ja. täglich 150 Tierarten sterben aufgrund des Einflusses des Menschen nachweislich, ja, sage ich, ich verachte uns Menschen nicht. Wir müssen uns von was ernähren. Und ich bin jetzt garantiert keine radikale Veganerin, weil ich überhaupt keine Veganerin bin. Da bin ich vielleicht auch kognitiv dissonant. Ja, wie diese Wienerin, kurzer Abschweif, die glaube ich ganz gut ist, die militante Veganerin, ja richtig uns vor Augen führt. Wir wissen, da gibt es Tierleid, trotzdem essen wir weiter diese Produkte. Ja, das tue ich teilweise, ich bin nur teilweise, ich bin ja in Ansätzen Vegetarierin. Aber kann man nicht um alles kümmern. Das ist halt jetzt einmal gerade so. Aber auch in diesem Punkt bin ich leicht kognitiv dissonant, weil ich etwas tue im Wissen, dass es eigentlich anders auch ginge. Punkt. Aber aus der Sicht des Tieres, aus der Sicht eines Planeten, wenn er denn ein Gedächtnis hätte oder einen Emotionskörper, und davon bin ich fast überzeugt, dass das ein Planet hat, verhalten wir Menschen uns wie ein Virus, ja? Weil wir einfach zur Dezimierung des Lebens in anderen Bereichen sorgen. Das ist ein Faktum. Ob da jetzt der Einzelne das will oder nicht, ist wurscht. Aber von einer höheren Perspektive findet das statt. So traurig es ist. Aber es ist die Realität. Wie gesagt, ich denke, dass, also ich kann mich darauf einigen, dass ich sage, die Geisteshaltung des Menschen, diese aggressive kapitalistische Geisteshaltung ist der Virus, ist die Krankheit, die uns vielleicht alle auf einer Ebene psychopathisch gemacht hat. Ich verwehre mich, Empathielos. ja genau, empathielos, ja genau. Ich verwehre mich trotzdem gegen diesen der Mensch ist Virus verallgemeinernd. Ja, und das finde ich ihm sehr, ich finde es schade, weil es einfach, erstens einmal macht es auf jeden einen Wahnsinnsdruck, alleine der Begriff, rein vom Psychologischen, wenn man sagt, oh Gott, ich bin ein Teil eines Virus oder ein Teil einer Erkrankung. Ja. Also das finde ich halt ein bisschen schwierig, aber ich weiß genau, was gemeint ist natürlich und das Bild ist ja, ist klar, nur das Problem ist momentan nicht der Planet, das Problem sind ganz andere Themen und da müssen wir, sollten wir halt hinschauen, auch mehr, meines Erachtens nach, weil die Erde dreht sich momentan noch und wenn man da an der Ursache schrauben würde und eben nicht so sagen kann, okay, ich blockiere jetzt eine Straße, dass da Autos stehen und weiter Abgas reinblasen, mehr als brauchen, also es ist doch lächerlich. Also der Punkt ist einfach nur, man geht halt die Wurzel nicht an. Man könnte ungesunde Lebensmittel, du hast es erwähnt, so besteuern, dass sich die keiner leisten kann und gesunde Lebensmittel so fördern, dass sich's jeder leisten kann. Man könnte das etablieren, zu sagen, das ist verboten. Ab einer gewissen Fett- oder Zuckeranzahl oder Salzanzahl ist ein Lebensmittel verboten. Das wäre doch wohl möglich. Aber Garantiert. das passiert halt nicht. Ja. Ich Und meine da. es ja, ich meine es ja nicht böse, Oliver, sondern Ich habe dir das nicht. ich meine das im Hinblick auf den Witz. Ja, Ja. ich meine das eben in einem Augenzwinkern, wo sie zwei Planeten unterhalten und der eine hüstelt halt, ne, und der andere sagt, na, was ist mit dir los? Wie geht's dir? Sagt, was für eine Krankheit hast du? Ja, Homo sapiens. Sagt der andere, ja, keine Angst, es geht vorbei. Ich möchte jetzt nur noch mal den Schwenk hingehen, eben zur Zeit der Revolution, ja, und zu unserer Zeit, wo wir jetzt in dieser Revolution sind. Wir sind in der digitalen Revolution, klar. Wir sind in der Revolution und Veränderung unseres
kapitalistischen Systems denke ich auch, wir haben den Zenit erreicht, irgendwas muss passieren, da muss was neu aufbrechen, würde ich sagen, ja, weil irgendwann nutzt sich dieses System ab. Und das hat, glaube ich, viel verursacht, auch von diesen, von den Umweltproblemen her. Und jeder ist in demselben, in diesen Spielen gefangen, in diesen Illusionen gefangen. Und wenn man jetzt nochmal sagt, okay, es sind die Bürgerrechte wurden ausgerufen, das Recht auf Freiheit, ja, das Recht auf Eigentum, also französische Revolution bitte, ja, Recht auf Freiheit, auf Eigentum, auf Sicherheit, auf Widerstand, ja, auf Selbstbestimmung und Religionsausübung. Das sind die Freiheiten, die da definiert wurden, damals. Und wenn man einmal sagt, okay, das Recht auf Eigentum, das ist ja alles ganz schön und gut, aber wem dient's? Das ist wieder die, die schon was gehabt haben. Ne? Die haben ja das geschrieben, das haben ja Anwälte und Händler geschrieben, diese Menschenrechte. Ja? Also das war ja nicht die Masse. Ja? Was Und macht jetzt, was, ja, Entschuldigung, ich hab Das klingt natürlich auch wieder nach einem tollen Ding, ne? Wenn man sagt, ja, jeder Österreicher, wie wir jetzt in der Wahlrede nehmen durften, es gehört wieder mehr Häuser gebaut, jedem Österreicher sei Heisel, ja. So quasi ist ja Irrsinn. Ja? Also das wurde mal so festgelegt, ja, jeder kann so Eigentum besitzen. Und im Prinzip, was rennt, naja, du arbeitest für die, die mehr Geld haben, du arbeitest für Unternehmer. Und ich sage jetzt nicht, dass Arbeit schlecht ist und das gehört dazu. Aber wenn man es nur durchdenkt, wo fließt es denn hin? Genau. Wo fließt's hin? Und wer hat jetzt wirklich noch die Möglichkeit, eine Liegenschaft zu besitzen, ein Haus zu haben, Selbstversorger zu sein? Das ist eine Minderheit, die diese Möglichkeit überhaupt noch hat, materiell. Du brauchst Ja, ja und gewisses Kapital, ja. es gehört ja bei uns zum Traum. Und der Witz ist, bei uns ist es ja auch so verankert, dass man sagen, ja, das ist mein Haus oder das ist mein Grundstück und wunderbar. Aber der Witz ist ja eine Illusion. Ja, also Besitz, und das ist ja auch jetzt, wir haben jetzt nicht nur den Pluto im Wassermann, sondern wir haben ja das Prinzip Revolution und Aufbruch und Umkehr im Stier, das heißt in unserer Materie drinnen. Und Materie ist Körper, sind aber auch unsere Werte und ist unser Eigenwert und ist auch unser Besitz. Das heißt, auch da wird etwas sich ändern und wegbrechen. Und vielleicht, und das ist auch eine Zeit, wie jetzt zur Zeit der Revolution, es werden da unsterbliche Ideen geboren, jetzt die nächsten 20 Jahre. Also davon bin ich auch überzeugt. Da werden Ideen geboren, die uns weiter begleiten. Genauso wie die Idee, dass die Demokratie die beste Staatsform ist. Ja? Diese Ideen, so etwas werden wir wieder sehen, nur in einer neuen Version. Und da bin ich gespannt drauf. Okay. Und das gibt die Astrologie her, nebenbei bemerkt. Also das. Genau, darum die Frage, was erwartet uns jetzt? Welche Form der Revolution wird uns bis zum Jahr 2030 oder magst du es früher datieren mit 2025? Was wird uns erwarten? Ich denke einfach, es sind gewisse Verkettungen. Ich glaube ehrlich gesagt, der Startschuss war wirklich Covid mit den Einschränkungen. Das war der Startschuss. Und ich glaube, wir sind mittendrin. Ich glaube, das hat schon begonnen. Und irgendwann wird in den Geschichtsbüchern stehen, weil wenn man sagt Französische Revolution, dann denkt man sich, na gut, die sind zur Bastille und dann war es erledigt. Wie gesagt, das waren Zyklen. Du hast das ja vorher dargelegt. Das war ein Zyklus über 10, 20 Jahre, der sich da immer wieder geformt hat und neu gefunden hat. Und man muss halt wirklich den Prozessen vertrauen. Es gibt ja auch eine Zeit nach den Umbrüchen. Natürlich wird das Digitale mehr kommen, natürlich wird es mehr die Ermächtigung des Individuums wird kommen. Und wie wir es auch im letzten Video schon besprochen haben, die Verantwortung der Politik oder einer Führungsschicht muss sein, diese Pluralität unter einen Hut zu bekommen. Und momentan haben wir eher das, dass sich alles irgendwie zersprengelt und dass die Regierungsform wahrscheinlich im klassischen Wahlsystem, wenn man sagt, das teilt sich so viel auf in so viele Oppositionsmöglichkeiten, dass ob da jemals eine gescheite Regierung nochmal rauskommt, ist ja die Frage. Ja? Also in Zeiten wie diesen. Wenn man sagt, und das ist eben wirklich interessant. Ja? Wir haben die Vielfalt, diese Ampelregierung in Deutschland, auch diese Mehrparteienlösung da, weil die nichts mehr zusammenbekommen. Was von der astrologischen Seite her, was ist jetzt möglich an Umwälzung? Welches Potenzial ist da? Ja, Massen, also reden ja. wir von Massen, reden wir von Massenaufständen, reden wir von einer radikalen Umwälzung des derzeitigen gesellschaftspolitischen Systems? Um was geht's? Geht's um
Geht es um Gewalt? Geht es um bürgerkriegsähnliche Zustände? Oder ist es ein schleichender, potenziell von der Astrologie her, ein schleichender Prozess, der einfach radikal in der Umwälzung ist, aber vielleicht sogar friedlich abläuft, was ich mir wünschen würde? Ja. Was erwartet uns da? Also im Großen und Ganzen, auch wenn man jetzt sagt, okay, es war ein Wahnwitz, Covid, ist es trotzdem friedlich abgelaufen, ja, und war aber ein Riesen, war schon mal ein Riesenbruch und da ist viel aufgebrochen. Und da ist viel, da ist sehr vielen, ich denke, da ist wirklich vielen dieser Führungskräfte sind da ganz schnell die Pfründe weggeschwommen und weggeschwemmt worden, wahrscheinlich noch mehr, als das jetzt realisieren. Und das ist ja auch schon eine Form der Revolution. Und wenn wir das jetzt hernehmen, dieses Ereignis, und wir nehmen dann noch einmal das Ereignis her, dass wir sagen, okay, wir wollen aber frei sein, wir wollen keine Zensur haben, wir wollen aber auch den Frieden haben, ja, dann denke ich mir schon, dass das durchaus nicht so dramatisch laufen muss wie damals. Aber wir haben ja auch die Zusammenrottung von Volksgruppen, ja, natürlich auch teilweise mit Migrationshintergrund, und das ist jetzt keine Fabuliererei, ne? Die haben sich übers Internet getroffen und auf einmal gab es eine kleine Eskalation, ne? Also eine Zusammenrottung von Gruppen, und sowas kann ja relativ schnell wieder organisiert werden jetzt in der heutigen Zeit. Und sowas kann ich mir auch vorstellen, dass da immer mehr sich wieder zusammentreffen, auch kleinere Gruppen, und die dann wieder einen Unterschied machen. Ja? Weil es wäre ja auch so, und der Kipppunkt, Entschuldige, der Kipppunkt der Französischen Revolution war ja, dass sich ein Teil des Adels und des Klerus zum Volk gestellt haben. Und das ist ja dann der interessante Sprengpunkt. Und wenn wir so etwas erleben, dass wir sagen, da gibt es wirklich Leute, die sagen, okay, zum Beispiel wie diese, da fällt mir jetzt gerade ein, diese Millionärs- oder Milliardärserbin, ich weiß jetzt nicht wie, die sagt, sie will ja besteuert werden, sie möchte einfach ihr Vermögen einmal loswerden, geht das bitte? Also sie hat ja nichts dafür getan. Also die fällt mir jetzt gerade, ich weiß nicht mehr, ich habe nur das, also ihr Buch hat es geschrieben und so, aber sowas fällt mir ein. Und wenn man sagt, okay, da nutzen welche diese Potenz für das Volk, und damals ist es darum gegangen, na gut, die haben sich Waffen besorgt und sind dann aufgestanden bei der Französischen Revolution, das kann ja jetzt anders laufen. Das kann ja sein, dass ich sage, ich nutze diese Potenz für, was, das war ein Traum von meiner Kindheit, wenn ich gesagt hätte, ich hätte viel Geld, ich würde das Jugendzentren aufbauen, zum Beispiel, ja, wo wirklich Bildung stattfinden kann, wo Begegnung stattfinden kann, wo man Kinder von der Straße holen kann. Also das wäre mir einfach immer, hätte ich mal gedacht, wäre cool. Ja. Und wenn sowas mehr wird, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann einen anderen Umschwung gibt, eine andere Revolution, und dann denken wir an den Generationen, na, sollten wir auch, denke ich, und dann ändert sich was zum Guten. Also wir können es ja auch positiv denken, ja? Finde Ja, ich jetzt, ja. ich habe es ja, wir haben es, glaube ich, in der letzten Sendung schon erwähnt, der Ausblick bis 2030. Ne? Wir haben es in Freiheit im Buch ja analysiert. Das ist rausgekommen Ende 2022, dass es sechs Komponenten gibt, die noch für das eine Herausforderung werden für die Menschen, was ihre Freiheit betrifft, weil es immer mehr in Richtung digitale Diktatur geht. Aber habe ich auch analysiert, dass grundsätzlich die NWO, so wie sie geplant ist, gelaufen ist, ja, gescheitert, voll gescheitert. Aber das heißt ja nicht, dass diese Seite aufgibt. Denn die Ziele existieren ja weiterhin und nur weil man etwas bis 2030 nicht erreicht, heißt ja nicht, dass man die Pläne nicht dann versucht, in weiterer Folge später und anders durchzusetzen. Ja, das ist ja wie ein Spiel, wie ein Schauspiel kommt einem das ja vor, mit einem gewissen Interaktionsfaktor. Jetzt die Frage, daher für mich wichtig, die 20 Jahre, von denen du jetzt sprichst, für die Umwälzung, wann haben die begonnen? Hat das jetzt begonnen? Hat das mit der, wie du vorher gesagt hast, C-Blödemie mit 2020 begonnen oder schon davor? Wann Okay, ist also ich möchte jetzt einfach nur, also um das in einen Kontext zu setzen, ich habe vorher gesagt, im 2008 Pluto in Steinbock, wir reden jetzt von Pluto-Zyklen, ja, 20-Jahres-Zyklen genau, eines Planeten von allen. ja. Das heißt jetzt einfach, okay, dieser Zyklus beginnt jetzt dann endgültig Ende dieses Jahres, Pluto in Wassermann, dann ist er endgültig in das Zeichen gewechselt, der wandert nochmal kurz raus rein. Aber da
Der Punkt ist ja, das ist jetzt der Zyklus der Revolution, ja, und dann, es kommt ja wieder was danach, ja, und dann haben wir halt einen, dann haben wir wieder eine Transformation, wenn es das ganz vulgär astrologisch deutest, womöglich auch des Friedens, ja, also wir haben ja eine Ja. Transformation des Friedens, dann in 20 Jahren, da geht er dann in Fische rein, der Pluto, ja. Und darum ist es ja, also das läuft ja weiter. Die Welt dreht sich weiter und es geht weiter. Und wir haben jetzt eben diese Umwälzungen drinnen. Und ich glaube einfach so, dass diese Gedanken, die Ideen, die geboren werden, jetzt auch in den nächsten 20 Jahren uns weiter begleiten werden. Also, dass das unsterbliche Ideale und Ideen auch sind, egal in welche Richtung. Ja. Und dass wir einfach aufpassen müssen, dass wir eben nicht durch die Freiheit eine Pseudo-Freiheit verführt werden, dass wir nicht, Pseudo-Freiheit wäre für mich auch, da hast du 1000 Euro und halt dein Maul jedes Monat. Ja. Genau, Ist genau. ja eine Pseudo-Freiheit. Ja. Ich sage, hurra, da muss ich nicht mehr so viel arbeiten, ich bin da frei. Nee, also sehe ich nicht so. Ja. Und muss man halt schauen. Ja. Also deshalb achtsam sein, klar sein, mitdenken und die Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit war nicht so sexy, wenn man dabei war, glaube ich. Also auch mit Eben. Sturm auf die Bastille und dieses, und das ist eben dann der Punkt. Also darum ist eine Gewalteskalation, ist halt die Frage, ob es das jetzt noch braucht oder ob etwas anders laufen kann. Denn Leaks, Whistleblower, so wie dieses Video, dieses berühmt-berüchtigte mit dem Kanzlerburger da, ne? Also dass sowas auftaucht, ja, das ist ja auch schon Macht. Das ist die Macht des Volkes. Jeder von uns hat eine Kamera dabei und jeder von uns kann die Größten sofort zu Fall bringen. Und nicht mehr mit einem Schwert, sondern mit einem beschissenen Handy. Entschuldigung. Ja, Pardon my French. Ja. steht ja. Schau, die Sache ist doch die, dass wir immer mehr realisieren oder immer mehr Menschen realisieren, was in der C-Pandemie passiert ist. Das heißt, die C-Pandemie war der Kulminationspunkt bis zur damaligen Unterdrückung der Menschen, wo dann immer mehr realisiert haben, ich möchte doch bitte selbstbestimmt über meinen Körper entscheiden. Ja, das ist ein wesentlicher Punkt, dass das nur wir machen. Aber der steht doch im Spannungsverhältnis zu den Zielen von gewissen politischen und hochfinanziellen Mächten, Kräften, die hier die Pharmalobby ganz gezielt stärken wollen. Da geht es jetzt darum, sich zu bereichern, nochmal schnell abzusahnen. Es steht ja auch in Verbindung mit der ganzen Agrarwirtschaft. Es ist schön, dass ein paar hunderttausend Menschen auf der Straße waren in Deutschland und demonstriert haben gegen die verdeckte Agrardieselbesteuerung, also Agrardieselbesteuerung, weil das ja sukzessive wieder abgeschafft werden soll, dieser Steuervorteil. Ja, das ist aber bitte nur die Oberfläche. Dazu haben wir mit der Anita, einer Bäuerin aus Oberösterreich, ein Video gemacht, der Thorsten und ich. Das hat jetzt innerhalb von einem Tag 10.000 Aufrufe gehabt. Ist ganz gut, weil sie erzählt, wie es wirklich ist und was sind die Hintergründe. Das Vertical Farming soll eingeführt werden. Ja, also im urbanen Angelände keine Bauernhöfe mehr, sondern nur noch Farming Strip, also so Hochhäuser, wo mit LED-Licht Pflanzen herangezüchtet werden und auch gentechnisches Fleisch soll erschaffen werden. Alles hat noch nie irgendeine natürliche Ressource gehabt und das kann nicht gut für Menschen sein. Das sagt der Hausverstand. Ja. Also das steckt in Wirklichkeit dahinter, warum das Bauerntum, so wie es jetzt seit circa 11.000 Jahren gibt, aussterben soll. So, daher wäre es jetzt wichtig, dass mehr Menschen hier ihre Konsumentenrechte wahrnehmen. Und natürlich, ich stimme dir zu, es wäre eine Rebellion wäre mal lieber als eine Revolution. Der Unterschied ist der Wandel von innen heraus, das braucht keine Gewalt im Außen, zielt auch nicht direkt auf die Änderung der Verhältnisse im Außen, sondern beginnt beim Menschen. Das ist das, was ich seit Jahren vortrage und schreibe, seit vielen Jahren, seit 2008 inzwischen. Wir brauchen zuerst die Ich-Reform, dann die Wir-Reform. Beides geht möglicherweise Hand in Hand. Wie? Indem wir schauen als Konsumenten, möchte ich mich natürlich, möglichst natürlich ernähren, was tue ich meinem Körper an, was nicht, dann scheiden gewisse Dinge einfach aus. Aber das setzt ein Bewusstsein voraus. Ein Bewusstsein im Sinne
nicht nur der Ökologie und Nachhaltigkeit, sondern auch der Liebe gegenüber dem eigenen Körper, den eigenen Kindern gegenüber, dem Mitmenschen gegenüber, dem Tier gegenüber, dem Planeten gegenüber. Also es ist ein, wir sind wieder bei der holistischen Betrachtungsweise. Ist die Zeit jetzt reif dafür, aus astrologischer Sicht? Ist die Zeit reif dafür, dass ein Quantensprung jetzt passieren kann in der Bewusstheit der Menschen, dass, und da müssen ja bei weitem nicht alle dabei sein. Es genügt ja unter Anführungszeichen, wenn gerade einmal 10% das Neue bereits leben. Da gibt es wissenschaftliche Studien drüber, über gesellschaftliche Umwälzungen. 3,5 bis 10% reicht völlig aus, wenn die das Neue bereits tun. Das kann den Wandel herbeiführen. Sind wir so bei? Stehen die astrologischen Zeichen in dieser Richtung? Ich frage deswegen, weil gerade unter den Videos über Irlmeier-Szenario, das ich mit Stefan Bernd gemacht habe, und da mit der Tahuti-Hexe und der Dritte Weltkrieg, natürlich einige Leute darunter schreiben, wir brauchen eine radikale Umwälzung im Außen. Ich sag Das ist nein. ja, das ist ja das Problem. Also mit dem habe ich ja wirklich ein Problem. Also jetzt nicht, ich habe mir auch die Videos angeschaut. Ich habe das Problem mit diesem Radikal. Es muss knallen. Ja. Es muss jetzt einmal Ja. knallen, dass alle sehen, dass was nicht in Ordnung ist. Und das sehen die Leute ja schon, dass es in Ordnung ist, auch ohne Genau, Knall. Also genau. jeder der sich wünscht, ja, jetzt muss es einmal scheppern und eben den Sturm auf die Bastille in moderner Form, wie auch immer die ausschaut. Man muss sich das noch einmal vor Augen halten, das ist dann nicht lustig, so ein Knall. Ja, das ist Ja. einfach nur, und das würde dann für viele nicht lustig sein. Ich sage ja gar nicht, dass auch wenn es dann Krieg gibt, dass dann überall gleich ein Land brennt, so kann man sich's ja nicht vorstellen. Aber der Punkt ist ja, dass man nachdenken muss. Und das nächste, was nämlich passiert, wenn wir verwesen und auch als Europa verwesen weiter und uns weiter zerstreiten und keine Lösungen finden, dann warten die Aasgeier vor der Tür. Und Ja. ich will da jetzt nicht, und da wird es dann, da, natürlich würde so ein Hoheitsrecht, wie das altehrwürdige Europa sich aufgebaut hat über die Jahre, natürlich auch über Missbrauch und diesen ganzen Geschichten, wo wir gestreift haben. Aber dann würde das einfach wegbrechen und dann steht halt einfach, dann lernen wir halt Chinesisch statt Englisch in der Schule in den Ja. nächsten Jahren. Und ich meine das nicht böse und auch nicht negativ, aber das muss man sich doch bewusst machen. Wir schaffen es gescheit, auf Augenhöhe, aber sobald man schwächer wird, geht da eine Balance wieder verloren und da muss man einfach, denke ich, darauf hinarbeiten, dass so etwas nicht passiert. Nicht, weil ich sage, mein, China ist so schlecht, aber Europa ist Europa, China ist China, Amerika ist Amerika, Afrika ist Afrika. Jeder soll auf Augenhöhe sich bitte begegnen, jetzt rein von den Kontinenten her gesprochen. Wir schaffen es ja nicht einmal wahrscheinlich von den Bundesländern her bei uns. Aber die Idealvision wäre halt einfach wirklich, dass man sagt, okay, diese Gleichheit auch in Europa schaffen, Ja. eine Wohlstandszone in Europa erheben, wo man sagt, wir schwingen uns gegenseitig wirklich zu etwas Besserem auf, besser für die Menschen, besser für alle Bürger. Wie gesagt, ich rede jetzt sehr idealistisch, aber das wäre doch für mich eine Perspektive, wo ich sage, okay, in Frankreich nach der Revolution, was ist denn passiert? Wer ist denn da gestanden vor den Toren? Da ist dann auf einmal Österreich da gestanden und hat sich gedacht, aha, da müssen wir Krieg dagegen führen, weil sonst lehnt sich der Pöbel bei uns auch noch auf. Genau so ist es, Leopold II. Und so. Ne? So, Genau. das heißt, Okay. wir haben immer auch die Gefahr der Gegenbewegung. Haben wir im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, wir haben es in der französischen Freiheitsbewegung auch drinnen, immer das Gegenstück dazu. Und das Gegenstück hat nur dann Kraft, wenn man nur auf die Änderung der äußeren Struktur abzielt, wenn das Individuum und damit die Gesellschaft sich nicht von innen heraus verändert, wenn kein Bewusstseinssprung da ist, dann hast du ein Problem. Man hat damals gesehen, natürlich gab es in Frankreich einen Bewusstseinssprung. Man hat gesagt, ja, wir wollen nicht, dass eine psychopathisch anmutende, monarchistische Herrscherschicht uns weiter unterdrückt und auf unsere Kosten lebt. Daher brauchen wir Rechte. Okay, Menschenrechte. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Da haben einige Kräfte zusammengewirkt, die das Gute wollten. So in der zweiten Phase, Angst vor der Gegenrevolution, wird dann geköpft. Und zwar auch viele, denen uns eigentlich gar nicht gebührt hat. Das heißt, da kehrt man dann Sogar wieder die zurück. meisten, so viel zu Adel haben es gar nicht gefunden. Also die meisten waren Ja. dann Böhmer Ja. und Genau. Das heißt, jetzt geht es darum, aus meiner Sicht, übertragen auf unsere Zeit,
dass die Guten, und damit meine ich die, die prosozial sind, also keine Narzissten und keine Psychopathen, dass die auf friedliche Art und Weise von sich heraus bereits der Wandel sind, ihr Potenzial, ihr eigenes, für das habe ich das Buch Freiheit ja geschrieben, bitte Leute, lest es, ja, ihr Potenzial entfalten, und was das ist, kann nur der Einzelne selber wissen. Ich stelle nur ein Rüstzeug zur Verfügung, das aus sich heraus zu fördern. Wenn das viele tun, kommt der Wandel wahrscheinlich auch via Blitz, ja, nur er zielt nicht auf eine gewaltsame Veränderung im Außen ab, denn die bringt nicht immer das Beste, wie ja die Französische Revolution gezeigt hat. Ja. Richtig. Wir haben gerade einmal 120 Jahre später oder 125 Jahre später den Ersten Weltkrieg und dann den Zweiten, ja, weil eben das Bewusstsein noch nicht so verdichtet war. Jetzt haben wir die Chance, dass die durch die Verdichtung des Bewusstseins in den einzelnen Individuen etwas Neues kommen kann. Wir wissen schon, Weltkrieg ist nicht gut. Trotzdem haben wir die Gefahr ja da an zwei Orten, Israel und Ukraine, gar nicht so weit weg von Da uns möchte ich beide. auch ganz kurz einen Gedanken noch dazu Ja, formulieren. ja. Entschuldige, wenn ich unterbreche. Also Punkt Alles eins gut. ist nochmal, du hast gerade die 120 Jahre erwähnt, ja, Erster Weltkrieg nach Sturm auf die Bastille. 100 Jahre nach dem Unabhängigkeitskrieg in Amerika war dann der Bürgerkrieg in Amerika. Ja, also Ja. ziemlich genau 100 Jahre danach, 100 Jahre nach der Bastille hatten wir Ersten Weltkrieg. Also anscheinend gibt es Geburtswehen für Republiken genauso und auch pubertäre Tendenzen in anderen Abläufen und anderen Zyklen. Zum Thema Weltkrieg möchte ich sagen, ich denke, dass für eine arabische Welt wahrscheinlich die Welt schon im Krieg ist und Ja. dass dieser Weltkrieg, dieser dritte Weltkrieg und das, da bin ich eben auch da, ich habe mich ein bisschen beschäftigt damit, weil du eben auch die Videos gebracht hast, ich höre mir das dann an und ich bin ja davon überzeugt, dass die Zeit der territorialen Kriege im Großen und Ganzen der Geschichte angehört, zumindest auf europäischem Boden, so wie es bei uns jetzt läuft. Israel braucht man nicht diskutieren, bitte. Ja, ganz klar. Lasse ich auch jetzt weg. Aber ich denke einfach, dass dieser Krieg womöglich schon längst läuft, dieser Dritte Weltkrieg, dass es ein Wirtschaftskrieg ist und dass das ein Krieg ist mit kleineren Brandherden, aber nicht so frappant ist und so verheerend, also so, wie es wir jetzt in den Geschichtsbüchern oder aus den Geschichtsbüchern kennen. Und ich denke, dass diese Dynamik schon da ist. Und vielleicht schaut man einmal in 100 Jahren in die Geschichtsbücher und sagt, naja, das war eigentlich das Zeitalter des Krieges. Und das waren mehr Mikrokriege. Und wir fassen die dann zusammen und sagen, das ist die Periode, vielleicht nach dem Kalten Krieg, dass das so wirklich dann der Ausbruch war, letzten Endes. Weiß ich nicht, ja. Also da bin Schön, schön wär's. Ja, es ist halt leider alles so eingetreten, wie ich es prognostiziert habe, schon 2015, wie du weißt, ja. Und ich sage, die Gefahr eines richtigen, großen Dritten Weltkriegs besteht. Natürlich kann man, wenn man jetzt reinschaut, wirtschaftlich läuft der Dritte Weltkrieg spätestens seit 2014. Ja, ich würde sogar schon ein paar Jahre früher ansetzen. Militärisch haben wir Flächenbrände. Regional, aber begrenzte noch. Eine Ausdehnung auf Zentraleuropa ist nicht ausgeschlossen aus meiner Sicht. Ich wünsche es mir nicht. Ja. Natürlich gibt es Leute, sie wünschen sich ein Fanal. Mir kommt die Zeit jetzt fast so vor wie vor dem Ersten Weltkrieg, wo sie gejubelt haben, jetzt kommt der Krieg, jetzt kommt die Reinigung. Ich glaube, dass auch viele Menschen sich das unterbewusst wünschen. Deswegen mache ich ja solche Videos mit Stefan Bernd und Tahuti zum Beispiel über das Idlmayr-Szenario, weil das sehr viele Menschen beschäftigt. Warum beschäftigt man sich mit einem Idlmayr-Szenario? Ja, der Seher hatte 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Okay. Heißt es, dass er auch diesmal recht haben muss? Nein. Warum beschäftigt man sich immer mit einer möglichen gewalttätigen Zukunft? Ich beurteile aus psychologischen Gründen, weil der Mensch selbst nicht, oder nicht der Mensch, sondern viele Menschen, nämlich die Masse, nicht bereit ist, die Verantwortung über ihr eigenes Leben zu übernehmen, sondern immer auf ein Ereignis von außen warten, das sie praktisch dazu nötigt, jetzt was anderes zu tun, anstatt gleich jetzt im Hier und Jetzt ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Das ist das Problem. Und je mehr Leute an solche Prophezeiungen glauben oder glauben wollen, umso eher wird es auch eintreten, weil das Individuum nichts tut, keine Veränderung von innen stattfindet. Das heißt, wir haben keine Ich-Reform Ja. und schon gar nicht gesellschaftlich. Und dann kann auch keine gesunde Wir-Reform kommen. Das geht sich nicht aus. Dann kommt wieder eine politische Partei, wo dann wieder alle nachlaufen. Und ich vermute, dass jetzt ein
Ich habe nichts gegen rechts. Im etymologischen Sinn vom Wort heißt ja rechts richtig, ja. Aber ich vermute einen politischen, und das ist ungesund, einen politischen Rechtsruck, der eben ungesund ist, der jetzt kommen wird, weil sich viele Leute davon die große Erlösung erwarten. Ich bin jetzt auch nicht gegen die AfD, überhaupt nicht. Ich bin gegen das Bashing, das gegen die AfD betrieben wird. Dagegen bin ich. Und genau wegen dieses Bashings, wegen dieser oberflächlichen Bekämpfung, wird es Leute geben, die dafür sorgen, dass genau diese Partei sowas von angeschoben und damit auch in ein Lager gedrückt wird, wo sie dann genötigt werden, irgendwann einmal Dinge zu entscheiden, die nicht mit der individuellen Freiheit in Verbindung zu bringen sind, weil wieder alles nur auf eine strukturelle Änderung im Außen abzielt. Das ist die Befürchtung, die ich habe. Es beschäftigen sich zu wenig Menschen mit sich selbst, und damit meine ich nicht egozentrisch, ich bin so wichtig und die Rosamondelfen. Nein, ich meine, dass jeder Mensch eine Begabung, ein Talent hat, ein Potenzial in sich schlummern hat, dass es zu entwickeln lohnt, weil da alle anderen auch davon profitieren. Das dient dem menschlichen gesunden Wohlstand, der spirituellen Entfaltung. Jetzt frage ich mich, was ist aus astrologischer Sicht jetzt in den nächsten 20 Jahren hier zu erwarten? Was siehst Also, du? Was ich sieht muss man? jetzt Was sieht man? zuerst möchte ich einmal kurz darauf eingehen. Ich komme gleich auf deine Frage noch einmal zurück. Aber Ja. zuerst möchte ich darauf eingehen auf die Prophezeiungen von Erlenmeyer. Und das ist für mich, Propheten tun mir immer, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum das passen soll, weil ich nicht verstehe, wenn jemand sagt, das passiert so. Was soll ich dann tun dagegen? Also, das ist einmal, das widerspricht völlig meiner Grundhaltung, dass wir einen freien Willen haben und frei entscheiden können. Wenn jemand, der traumatisiert durch Kriegszeiten war, prophezeit, es kommt ein dritter Krieg, ist das ganz einfach vom Trauma, das der gehabt hat, nachvollziehbar. Und ich will da jetzt nicht, also ich bin absolut kein Fan von Mater Nostradamus hat dieses gesagt und jenes gesagt. Jedes Jahr kommt ein Buch neu raus mit Nostradamus-Deutungen und jetzt passt es aber dann. Das sind mystische Texte, da kann ich alles reininterpretieren. Ja, und also Entschuldigung, also das ist eben so, das ist nur meine Meinung jetzt zum Thema Prophetien und diese Szenarien. Ja, der hat Krieg erlebt. Naja, über was wird er gespüren, wann er was gespürt? Der gespürt das Trauma. Meines Erachtens noch. Und das ist aber nur meine Meinung dazu. Vom Astrologischen her gibt es immer wieder Auslösungen, wo ich sage, da gibt es Gewaltspitzen. Aber ob das jetzt ist eine Massenkarambolage auf der Autobahn oder ein Sturm auf die Bastille, das gibt es nicht her. Also es gibt natürlich diese Konstellationen, ja, das gibt die Astrologie nicht her. Ich kann sagen, okay, wir haben 2038, Moment, ich muss nochmal zu meinen Zetteln schauen. Wir haben 2038, dem Pluto genau an dem Stand stehen, wie der Sturm auf die Bastille stattgefunden hat. Das kann ich sagen. Ja? Also da ist dann der Zur Pluto-Stand Wiederholung, gewesen. das heißt 1789. 1793, genau, also ja. 93, zweite Phase, hat dieselbe Konstellation wie 2038, habe ich richtig verstanden? Der Stand des Pluto, ja, genau. Der Der Stand des Stand des Pluto, Pluto. Wir okay. reden nur vom Pluto-Stand. Andere, also die Langsamläufer haben wir dann woanders. Also die anderen Schicksalsplaneten stehen in anderen Zeichen, ja. Aber da hätten wir diese Geschichte drauf. Moment, ich muss mir da kurz was anschauen jetzt. Da haben wir auch Uranus, Jupiter im Krebs stehen, also im Volk stehen. Also da könnte etwas aufbrechen, ja, sage ich jetzt einmal vom Astrologischen her. Aber bitte. Prognosen gehen oft in die Hosen und das heißt auch nicht, dass wir eine Guillotine aufstellen werden am Hauptplatz. Aber der Punkt ist einfach der, dass man sagt, da wird's, natürlich gibt es da Umbrüche und es muss sich jeder gut überlegen, der herrscht oder der sich anmaßt zu herrschen. Also man muss vorsichtig sein, glaube ich einfach. Und das ist jetzt keine Drohung, sondern das ist einfach nur eine Beobachtung, weil kann alles ganz schnell ein Schleudersitz auch wieder sein. Ja, ganz zurück zur Profit die, ja. Warum habe ich mich damit beschäftigt? Naja, wenn ein Seher eine sogar gerichtlich bestätigte Sensibilität hat, übersinnliche Wahrnehmung hat, gerichtlich bestätigt und eine attestierte
Trefferwahrscheinlichkeit, Trefferquote von 90% hat, dann ist es aus meiner Sicht idiotisch, nicht hinzuschauen. So, und weil es so viele Menschen beschäftigt, mich beschäftigt es nicht, ja, grundsätzlich nicht, weil ich keine Angst vor dem Krieg habe und ich auch vorbereitet für einen bin und damit ist das Thema für mich erledigt. Aber es gibt Menschen, die haben Angst davor. Und um sie abzuholen, habe ich solche Sendungen gemacht mit Stefan Bernd und wir machen auch wieder eine und mit der Tahuti, um zu zeigen, wie sehen die das, welche Vorzeichen gibt's und von circa 9 Vorzeichen sind bereits 7 eingetreten für einen potenziellen dritten Weltkrieg. Nur ich sage ja immer wieder dazu, eine gute Sehung, und es gibt tatsächliche Sehungen, wo Menschen in die Zukunft blicken, das ist nachgewiesen, heißt ja nicht, dass es passieren muss, sondern es heißt, eine gute Sehung für mich heißt, Leute, passt auf, es kann passieren. Tut alles, damit es nicht passiert, sondern, aber das heißt jetzt nicht vor lauter Angst, sich darauf fokussieren und sich einbunkern, sondern ganz im Gegenteil, jetzt das Richtige tun im friedlichen Sinn, weil dann haben wir die Möglichkeit, das abzuwenden und sogar im Positiven was Neues zu erschaffen. Ich glaube nicht, dass dieser dritte Weltkrieg nötig ist. Ich sehe ihn auch nicht dabei. Ich persönlich sehe ihn gar nicht. Ja? Auch nicht innerlich. Ich habe ja auch Intuition. Ich sehe ihn nicht. Ja? Ich sage das auch den Leuten, wenn sie mich fragen. Aber wenn sich so viele Menschen damit beschäftigen und auch ich greife dieses Thema auf, um sie dort abzuholen, wo sie stehen. Nämlich um sie Ja, darauf aber hinzuweisen, darauf interessant. hinzuweisen, bevor sie Entschuldige, ja. darauf wartet, was im Außen passiert, eine messianische Heils- oder Unheilserwartung, fangt doch gleich an und verändert was in eurem Leben. Denn jeder, der auf eine Veränderung von außen wartet und sich so abhängig macht von einer Prophetie, auch von der Astrologie, von was weiß ich was, alle diese Abhängigkeiten zeigen, dass etwas beim Individuum brach liegt, nämlich das eigene Potenzial. Es kehrt immer wieder zu diesem Thema zurück. Nur ein Mensch, der gerade neben sich steht, ist total in der Vergangenheit oder total auf die Zukunft ausgerichtet, ob positiv oder negativ ist wurscht. Ein zentrierter Mensch lebt im Hier und Jetzt und sagt, okay, das kommt vielleicht, bereite mich halt vor, wenn es nicht kommt, kommt es nicht, wenn es kommt, dann kommt es nicht. Kann man ja locker sehen. Es gibt Leute, die geraten jetzt in Panik. Ja, Warum? natürlich. Ja, aber Sie Warum? hören es ja, also entschuldige, aber Sie hören es ja auch Ja. was. Und wir, da sind wir wieder bei dem Sensationsmedium YouTube oder bei jedem Medium, das muss Sensationen bringen. Wenn ich das immer höre, so der Dritte Weltkrieg, Dritte Weltkrieg. Und noch einmal, diese Information fällt ja auf den Nährboden eines Traumata, das noch nicht verarbeitet wurde. Und Ja. das sage ich bei 100% der Menschen, noch nicht wirklich zur Gänze verarbeitet wurde, also alle, die es betroffen hat. Und das ist halt das, wo ich mich dann frage, ja, wie viel hilft das dann dem Individuum weiter? Weil ich finde diese Botschaften wie bei Freiheit und diese Ansätze sehr, sehr gut. Ja, und das ist ja, drum reden wir ja auch miteinander und drum mache ich das ja auch. Das, was ich eben, wie gesagt, ich sehe diesen Dritten Weltkrieg in dem Sinn jetzt nicht in der Form. Ich sehe, dass die Welt gebrannt hat und immer brennen wird. Also das ist so. We didn't start the fire, Billy Joel. Und das wird auch immer passieren. Das Außen wird immer ein Leidensdruck sein. Der andere ist immer die Hölle. Wie auch immer du das ausdrücken willst. Das Außen ist immer, bietet immer Leidensdruck. Und je mehr man sich beschäftigt und je mehr man glaubt, informiert zu sein, weil ich sage, ja, okay, da könnte das und das. Schau einfach mal, was bringt es dir, was machst du wirklich, was machst du konkret, wie sicherst du dich für dich ab, würde ich jetzt einfach mal dem Zuschauer empfehlen, egal auf welcher Ebene, egal was du denkst oder nicht denkst, wie denkst du, dass du sicher dastehst, wie findest du, dass du zufrieden sein kannst und wie du jetzt zufrieden sein kannst, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht erst, wenn der Pluto wieder draußen ist oder wenn gerade ein Glücksplanet steht, sondern sei jetzt verflixt noch einmal zufrieden, denn wir haben hier Frieden. Und Relativen das Frieden. Ja, relativer ist Frieden und ja, er ist in Gefahr, Oliver. Das muss man schon sehen. Und das macht Menschen, natürlich, weil nichts und das ewig macht ist auf der Welt. Natürlich sehe ich es. Ich sehe es ja. Und das macht Menschen unsicher. Wenn ein paar hundert Ja. Kilometer von uns Krieg geführt wird, das jetzt seit über einem Jahr, ja, oder seit über 2 Jahren jetzt fast schon, und wenn jetzt ein zweiter in derselben Linie Nord-Süd in Israel ein Krieg stattfindet, wo inzwischen 25.000 Zivilisten abgeschlachtet wurden, der Westen ist völlig ignorant,
was das betrifft, natürlich haben Menschen Angst, natürlich, weil es dann auch bei uns passieren könnte. Das ist ja ganz logischer Schluss. Und wenn sogar diese Sachen zu einem großen Teil bereits von einem Seher vorhergesehen wurden, ruft es sie umso mehr auf den Plan, da kommt jetzt der Krieg zu uns. Das ist doch eine logische Frage. Und das dann auszublenden, das halte ich für gefährlich, sondern ich habe es für wichtig erachtet, jetzt genau hinzuschauen, was besagen die Sehungen wirklich, was ist davon eingetreten und was könnte noch auf uns zukommen. Und wenn ja, wie bereiten wir uns darauf vor? Mir geht es darum, aus der Angst etwas Konstruktives zu machen. Ich habe keine Angst vor Krieg. Und ich denke, dass diese Sendungen, die wir gemacht haben, sehr wertvoll sind. Gehe mir auch die Kommentare drunter, weil Menschen jetzt viele erstmals aus von jemandem, der es wissenschaftlich sich mit den Sehungen befasst hat, gehört haben, was das wirklich bedeutet, das Erlmeyer-Szenario. Viele hören nur irgendeinen Brocken, ah, der dritte Weltkrieg kommt, scheiße. Monika, Ah, nochmal, das das ist ist, ja, das, nein, es ist nein, ja, nochmal, ich, das, nein, nein, ich will es nur ja. betonen. Das ist mal Ja. wichtig, das zu betonen. Mir geht es nicht um Sensationsheischerei. Natürlich macht man ein Thumbnail, wenn es um den dritten Weltkrieg geht, steht der dritte Weltkrieg drauf. Nein, 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 nicht. Ja? Da werde ich keine Briefmarke mit Friedenstauben drauf tun. Es geht um den dritten Ja. Weltkrieg. Und vor dem haben viele Leute Angst. Also warum schaut man hin? Eben, um sich damit auseinanderzusetzen und zu entängstigen. Es geht nicht darum, mehr Angst zu machen. Und ich denke, das hat in vielen Fällen geholfen. Und darum danke ich auch für deinen Hinweis. Ja? Es gibt immer wieder so Möglichkeiten, wo man sagt, okay, das sind meistens so Pluto-Mars-Konstellationen, wo es dann meistens krachend wird. Ja. Also das sind auch diese, das sind dann diese, wie dieser Hamas-Überfall dann war und so weiter. Also das sind so Spitzen, das sieht man astrologisch, wo so Gewalt möglich ist. Ja. Nur wie gesagt, global gesehen kann man es nicht sagen. Ich glaube jetzt eben, wie gesagt, es gibt große Aufgaben, wir haben es auch beim Video besprochen, für Österreich, die Frage der Neutralität, dass das durchaus wichtig ist, dass man sich dazu bekennt und wie man die definiert. Aber jetzt direkt einen Konflikt, einen Kampf, einen Krieg, der da länger geht, habe ich jetzt medial nicht am Radar, ja, also jetzt von meiner Sicht der Dinge nicht am Radar. Da geht alles einfach zu glatt weiter. Also wenn ich die Zukunft sehe, ich sehe die immer so wie Straßen und Ströme, da ist es zu glatt. Ja. Es holpert immer und es wackelt, aber im Großen und Ganzen so einen großen Bruch sehe ich nicht. Ja. Und eben dieses Große, das wäre wie der Stern von Bethlehem, der aufgeht und auf einmal erzeugt, dass der Heiland jetzt geboren werden muss. Und das Einzige, wenn das passieren würde, dass wir in die Kriegshörner blasen, denn das Kriegsbeil ausgraben, dann hoffe ich auf intelligente Führer durch diese Zeit, weil die haben wir momentan nicht. Also wenn wir es jetzt schon beim Schnupfen nicht geschafft haben, dann wünsche ich mir in der derzeitigen Lage ein Das ist solches gut. Szenario doppelt nicht. Ja, genau. Ich möchte dann auch auf ein Channeling eingehen, das ich 2012 in einer Gruppe gehalten habe. Und dort hat es geheißen, es wird eine große Krise kommen, und ihr werdet die alle erleben. Das war wortwörtlich so ein Channeling, das ich gemacht habe. Und die Krise wird in unterschiedlichen Phasen ablaufen, nämlich dass die Zeiten anders laufen. Und das Bild wurde mir gegeben, dass es geheißen hat, es wird Menschen geben, die. Also jeder wird die Krise spüren, aber die können noch zweimal am Tag essen und dann wird es Menschen geben, die können nur einmal am Tag essen. Also so wurde das gesagt. Und es wird durch die Individualisierung der Zeitwahrnehmung, diese Schwingungsumwälzungen, jeder diese Krise anders wahrnehmen von der Dauer. Das heißt, manche sitzen da gefühlt 3, 4, 10 Jahre drinnen, als Beispiel, und für andere ist es nach 2 Jahren vorbei. Und an das muss ich immer wieder denken. Also das heißt einfach wirklich, dass es eigentlich auch die individuelle Krise sein wird und es wird auch das individuelle Drama sein. Und deshalb glaube ich auch, dass der Druck eben auf ein Ereignis im Außen runterzubrechen, das wirkt ja unterschiedlich. Ja, genauso wie wir gemerkt haben mit Covid, das wirkt ja unterschiedlich. Da sind Leute gestorben und Leute haben wen verloren, ja, in dieser Zeit. Da kann man nicht wegdiskutieren. Und da sind Leute ihrer Existenz beraubt worden durch die Maßnahmen. Ja. Da sind Leute psychisch schwerstkrank geworden durch die Maßnahmen oder durch die vermeintliche Heilung. Und
Das sind doch ganz, und das muss ich immer denken an dieses Channeling von früher, weil ich mir immer denke, das ist spannend und ich finde, wir sind in dieser Zeit, ja, wo man wirklich individuell den Zeitraum, und da sind wir vielleicht auch bei der Astrologie, den Zeitraum vielleicht eher durchs individuelle Horoskop besser sehen kann, wie dauert denn da deine Krise, weil wo spielt sich denn das ab mit Pluto, Wassermann, das muss man sich ja anschauen, individuell wieder, ja, und nicht im Genau. Mondan, weil sonst wären wir beim Zeitungshoroskop, ja. Genau. Ja. Ja, ich kann nur sagen, wir werden jetzt wahrscheinlich diejenigen enttäuscht haben, die sich jetzt erwartet haben, am Tag X passiert das und das. Das ist nicht die Aufgabe der Astrologie, auch nicht die Aufgabe der strategischen Analyse. Unsere Aufgabe ist es, Möglichkeiten herauszustellen. Das haben wir in der letzten Sendung schon gemacht und jetzt wieder. Wichtig ist, dass wir von unseren beruflichen Qualifikationen her ein Bild vermitteln, das plausibel ist und Raum offen lässt für die Entscheidung und nicht etwas als konstant, als Determinante darstellen, das unausweichlich ist, weil das einfach nicht der Realität entspricht, sondern der Raum für die freie Entscheidung des Individuums muss offen bleiben. Und ich glaube, das haben wir gewährleistet, oder, Oliver? Ich denke auch, und es war spannend, und ich lade jeden, wie gesagt, ein. Also erst einmal danke, wenn du noch dran bist, dass du so lange zugeschaut hast. Muss man auch sagen, du warst tapfer. In der Psychologie, danke. Ja, lass gerne ein Like da. Teil das Video, abonniere den Kanal wenn du es bei Monika schaust, von Monika, wenn du es bei mir schaust, gerne von mir, und das hilft uns einfach auch solche Formate weiter zu machen. Wir bereiten das vor, wir machen das alles unbezahlt, ja, und da geht es jetzt wirklich auch darum, natürlich, wir haben beide unsere Praxen, also, und du die Lebenssozialberatungspraxis, ich hab meine Energetikerpraxis und Astrologenpraxis in Linz. Du bist, wo hast du deine Praxis, Monika? Wir sind in Kottingbronn, südlich von Wien. Sehr schön. Also, wir decken ja auch eine Achse in Österreich ab. Ja, die Axialnächte. Na, also, Genau. danke für den Hinweis, Oliver. Ich denke, es ist das Wichtigste, was man aus solchen Sendungen mitnehmen kann, dass das Warten auf Hilfe von außen eigentlich eine Demütigung, ich streiche das Wort eigentlich, das Warten auf die Hilfe von außen ist eine Demütigung, für die eigene Seele, für das eigene Bewusstsein, für die eigene immense Kraft, die der Mensch hat, auch wenn sie jetzt gerade nicht sichtbar ist, aber die garantiert in uns schlummert. Ganz genau. Also wir sind erwachsen im besten Falle, und wir sind keine kleinen Rotzbuben mehr oder Läusemädchen mehr, die gesagt kriegen müssen, was zu tun ist. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht orientieren kann und sich möglichst weit orientieren sollte an Ja. Leitbildern. Aber nicht an Führern, sondern an Leitbildern. Genau so ist es. Hast du schon gesagt? Ich glaube, das ist schon ein gutes Schlusswort, oder? Ja, denke ich auch. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns mal bei mir bei einer Sitzung live in Linz oder auch über Zoom. Vielleicht bist mal bei einem Kurs dabei. Schau gerne mal auf meine Homepage und schau unbedingt mal, falls du es noch nicht gelesen hast, ein Buch von der Monika rein. Ich spiele den Ball nochmal zurück. Dankeschön. Ja, also ins Buch Freiheit ist gemeint. Da geht es darum, den inneren Leitwolf, besser gesagt, den inneren Leittiger zu finden. Ja, sogenannt. Wunderbar. Dann hoffe ich auf bald. Alles Liebe aus dem wunderschönen Linz. Vielen Dank, liebe Monika. Bis nächstes Mal. Danke an dich, lieber Oliver. Danke, liebe Zuschauer, dass ihr so tapfer wart. Alles Liebe. Ciao. Tschüss, Papa, bis nächstes Mal.